Hallo, willkommen. Ich bin's, der Eik. Wir starten mit einer neuen Serie und zwar reden wir über die Bibel. Und da es alleine ein bisschen zu langweilig wäre, nur über die Bibel einfach so zu reden, habe ich das so verknüpft, dass ich erstens eine Bibel mit einem ganzen kompletten Text quasi, eine Übersetzung in Deutsch nehme und nebenbei hier über eine Kinderbibel rede. Aus dem einfachen Grund, weil man sieht halt, wie Kinder indoktriniert werden mit der Kinderbibel zum Beispiel, die ich habe. Mit mir ist heute ein Gast, der wird dann mich unterstützen in dieser Kinderbibelanalyse und der Bibelanalyse allgemein. Und sein Name ist Matthias Mösten. Und ja, er ist hier und er kann sich jetzt vorstellen, wer ist Matthias Mösten? Was macht er? Wieso ist er Matthias Mösten? Was macht dich aus, Matthias? Ja, also ich sage immer, was mich ausmacht, das Wichtigste, meine zwei Kinder. Aber prinzipiell bin ich ja 37 Jahre aus Wien und leider sehr indoktriniert von der Bibel. Muss aber sagen, fast schon Gott sei Dank habe ich Eik kennengelernt, der mir dann eben sehr, sehr viel geholfen hat, zu zeigen, nicht einmal gedrängt hat, sondern einfach nur gezeigt hat, was da wirklich ein Mist in der Religion verankert ist, ohne dass man es selber merkt. Aber abgesehen von dem, was macht dich aus? Was machst du beruflich zum Beispiel? Was interessiert dich im Leben? Was bringt dich voran? Es ist ja nicht so, dass dich nur Religion vorangebracht hat in der Vergangenheit. Okay, also beruflich bin ich ja Mathematiker und Programmierer. Das ist mein, da gehe ich voll auf. Wo man eigentlich auch wieder sagen kann, widerspricht der Religion. Weil das eine ist ja die Logik und das andere ist, ja, ein Widerspruch zur Logik, etwas schneidest du nicht den Mist weg, oder? Mist. Wie ist deine religiöse Vergangenheit? Da kannst du jetzt so viel, wie du willst, halt drauf eingehen. Wie war das für dich in der Kindheit? Wie wurdest du daran geführt? Kam das später oder wurdest du von Anfang an wirklich irgendwie belehrt, was sein soll? Na gut, an die allerersten Jahre als solches kann ich mich nicht erinnern, wie kein Mensch. Was ich halt weiß, ist, oder auch von meiner kleinen Schwester weiß und so weiter, dass ich in so einem kirchlichen Kindergarten, also wirklich in der Pfarre, ein Kindergarten, dass ich getauft wurde, dass meine Eltern sehr religiös sind, meine ganze Familie sehr, sehr religiös ist, wo sogar ein Mitglied in der Familie durch Nahtoderfahrungen, was auch immer wieder erzählt hat, zweimal Gott persönlich Das gesehen wäre hat. gerade meine nächste Frage sozusagen. Wie wirkt sich das, die Religion in deiner Familie aus? Oder wie hat sich es ausgewirkt? Ist es immer noch gleich stark geprägt? Oder hat man sich vielleicht gemäßigt mit der Zeit? Wie sieht das in der Familie aus? Wie ist der Rang der Religion? Also, ich bin jetzt überhaupt zu diesen Religionszweifeln gekommen. Eher, sage ich mal, zufällig und habe begonnen, über lutherianische Interpretationen der Bibel was zu lesen. Und da war dann schon im familiären Kreis ganz großes Entsetzen, wo ich ja gemeint habe, eigentlich ist es ja genau das gleiche Buch, der gleiche Jesus, nur hat kleine andere Auslegungen. Aber Zum Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen, ja. wo sich das getrennt hat? Dein Verständnis und das Verständnis zum Beispiel deiner Eltern. Also ich glaube, die Lutheraner sehen Jesus viel mehr auch als Mensch. Ist jetzt zumindest mein Eindruck gewesen. Also die katholischen Christen sagen halt zweifelsohne, das ist Gottes Sohn. Das steht kein Zweifel. Und mein Eindruck ist halt, dass die Lutheraner mal ein bisschen eingestehen auch, das war ein Mensch, ein normaler Mensch. Und mit dem Gedanken habe ich mir gedacht, tue ich mir schon ein bisschen leichter, warum soll es kein Mensch gewesen sein? Das geht, kann man sagen, das geht deinen Eltern wirklich komplett gegen den Strich. Naja, es ist schon eine sehr gewagte These. Wenn man mal so, also ich habe mir selber mit dem Gedanken mal echt schwer getan. Und ja, also meine Eltern sagen, das ist nur eine Sekte und böse und da wird man dann IS-Richtung. Also die haben da wirklich solche Parallelen. Und das andere, was mich bei mich extrem geprägt hat, dass meine Großmutter und meine Großtante extrem religiös auch waren. Und das war immer einer der ganz großen Wünsche meiner Oma, auch als sie dann gestorben ist. Bitte bleib weiter gläubig. Also, und da habe ich mir dann auch, tue ich mir eigentlich bis heute schwer, wenn ich jetzt sage, eigentlich komme ich drauf, es ist eigentlich ein Blödsinn, der Glaube, ich würde das Versprechen meiner Oma gegenüber brechen. Ja, was würdest du als Atheist zum Beispiel darauf antworten?
Für mich wäre es höchstens eine emotionale Bindung, aber es wäre ja kein Versprechen, dass das große Auswirkungen hat. Ich könnte mich höchstens selber quasi dann nicht mehr vertrauen, wenn ich was verspreche. Aber es geht ja nicht um mich jetzt, sondern es geht um deinen Glauben. Gibt es Aspekte in deinem Glauben, die äußerst wichtig sind immer noch, dass du einfach nicht loslassen kannst, dass du sagst, ja, ich erkenne zwar vieles, das mir nicht so gefällt, dass die Bibel natürlich an einigen Stellen ein bisschen merkwürdig ist, aber im Glauben selber, dass dich da irgendwas noch wirklich packt, dass du das nicht loslassen willst und kannst und vielleicht auch gar nicht musst, weil es nicht zwingend notwendig ist, Naja, ich das sag so, loszulassen. wenn ich immer ehrlich zu mir bin, also wenn ich mir was einrede, kann ich natürlich sagen, hoppla, genau das ist ganz wichtig. Aber wenn ich es dann neutral halbwegs betrachte, komme ich drauf, dass das nichts mit Glauben als solches zu tun hat. Also du kannst immer den Glauben hineininterpretieren, immer sagen, da hat dir Gott geholfen. Macht natürlich auch wieder doppelt so schön das Erlebnis. Ha, das ist ein Geschenk Gottes. Kannst auch sagen, da hast Pech gehabt, das ist eine Prüfung Gottes. Also es wird einfach leichter. Da ist jetzt nicht, du bist nicht der Pechvogel, sondern Gott prüft dich. Aber man braucht sie nicht. Also ich sage mal, wofür? Du musst selber die Verantwortung übernehmen. Hast natürlich jetzt einen ewigen Begleiter weniger, der hat doch mir das immer Sicherheit gegeben. Egal was passiert, Gott ist immer da. Aber das ist jetzt heute nicht mehr wirklich, es gibt Ja, keinen heute. Punkt, wo du sagst, ich könnte nicht ohne das leben. Effektiv Nein, sozusagen. sag mal, richtig. Also ich habe noch immer die Gedanken da, noch. Also ich bin wirklich dabei, sie zu überprüfen. Und durch die Überprüfung komme ich halt immer mehr drauf. Wahrscheinlich werde ich es gar nicht mehr brauchen. Also ich hoffe es. Mein Hoffen nicht, weil ich sage, ja, Wie hast du andere Religionen wahrgenommen und wusstest du, dass es andere gibt und quasi gerade in Europa ist am ehesten der Islam halt nebenbei vorhanden. Ich denke, du wusstest das, aber wie sehr wusstest du von denen, was da vor sich ging? Wie hast du die wahrgenommen oder war die Wahrnehmung nur darauf beschränkt, dass du es wusstest, dass es die gibt? ja, also was ich fast gar nicht wahrgenommen habe, eben diese anderen kirchlichen, das ist da wirklich andere große Kirchliche. Also ich habe immer gedacht, Christen sind Katholiken und sonst alles andere sind nur Kleinstranderscheinungen. Da bin ich mal fest davon Also ausgegangen. Sekten sozusagen, Genau. effektiv so quasi die Also ein paar Abtrünnigen. Verrückte einfach. Ein Das ist eine paar Handvoll Verrückte, Verrückte. okay. Also wirklich, ich habe da nicht gewusst, dass es die wirklich ernst nehmen von der Menge her auch und dass die auch plausible andere Sachen, also genauso plausibel oder nicht plausibel wie die Katholiken vertreten. Und ja, Also hast du die dann gemieden, auch die nein, denen zuzuhören, oder das hat dich gar nicht interessiert? genau. Das ist nur wieder, wenn du jetzt einem IS-Propaganda führst, dann würdest du einfach nicht zuhören, weil du weißt, das kann dich nur schlecht beeinflussen. In der Regel, ja. Also genau so habe ich, und dann war einfach wirklich rein zufällig, dass ich da mal reingehört habe. Aber, und von, Erzähl ganz kurz von dem Zufall, wenn du aha, das also das kannst. war überhaupt der Beginn dieser Sache. Da haben wir, eigentlich ist da gegangen, ja, der Vortrag war zum Thema Schwul und Bibel. Und da ist aber nicht gestanden, dass das von Nicht-Katholiken ist, sondern eben von einem Lutheraner. Und der dann erklärt hat, aus dem 5. Buch Mose, wo das herkommt, dass es strengstens verboten ist. Also ich habe absolut nichts gegen die Schwulen, habe auch nicht verstanden oder verstehe bis heute nicht, warum die Kirche was gegen die hat. Und das ist eben das Schöne bei diesen Bibelforschern. Die erklären dann immer, dass es eh nie so gemeint war. Also, wann immer was Schlechtes in der Bibel steht, kriegst Das du. wäre, okay, ganz kurz. Das wäre meine nächste Frage. War das quasi der erste Zweifel, diese ganzen Nein, das war Nachforschungen mit dem absolut kein Lutheraner? Zweifel. Noch Das war kein. nur, ich war einfach sprachlos. Das war so toll, weil der eben sagt, der hat das eben emotionalst gebracht und der hat gesagt, es steht zwar so, aber das war im damaligen Kontext bezogen und das war, also heute, das ist einfach so toll. Weil, nur weil es da steht, man kann es auch anders interpretieren. Sagen wir es mal so, aber ich habe das immer wirklich sehr wörtlich genommen. Aus auch meiner Erziehung eben heraus. Zu sagen, wenn es da steht, dann stimmt es, weil sonst hätte man es ja nicht hingeschrieben. Gut, also da ist noch kein Zweifel wirklich aufgetaucht, das hat dich nur interessiert. Genau. Und Aber gab es dann. einen Punkt, der erste Zweifel quasi ab? Dann habe ich mir von diesen Menschen eben verschiedene Videos angehört. Die waren alle toll. Und dann eben bis hin, und das war mal das,
mit der Hölle. Also der hat dann sehr, was die Katholiken, zumindest meiner Lehre nach, da gibt es diese Hölle extrem intensiv. Also du kommst mit der Erbsünde auf die Welt, also bist du mal von Haus aus ein Höllenkandidat. Jetzt machst du irgendwas, bist du mal unfreundlich zu jemandem, trinkst du mal was nicht aus, lässt dir Essen stehen, klaust vielleicht was, irgendwas. Also du hast 1000 Gründe, warum du jetzt in die Hölle kommen wirst. Und auf einmal höre ich diesen einen Menschen reden und der erklärt, dass das mit der Hölle eigentlich nicht so schlimm ist. Also ich meine, das war, weiß nicht, waren das Zweifel, aber das war einfach so eine tolle Hoffnung. Du hörst zum ersten Mal, hoppala, so schlimm mit der Hölle, dass da jeder gleich in die Hölle kommt, hat das Jesus nicht gemeint. Also waren das Zweifel oder wie würdest du das sagen? Hattest du also Angst vorher vor der Hölle quasi? Dir wurde die Angst irgendwo durch genommen, insofern, wenn man das so will. Naja, genommen damals auf keinen Fall. Noch nicht, okay. Aber, und wie gesagt, aus dieser Begeisterung heraus, dass es einfach so toll ist, habe ich meinen Vater mal geschickt, hörte das an. Der liest die Bibel, aber der liest was anderes raus als wir. Da habe ich gesagt, Papa, hör dir das an. Und der war dann schon am Telefon ganz entsetzt und das ist eine Sekte und da darf man ja nicht und dem wird dann das Gehirn gewaschen und da und da und da. Und dann haben wir geschrieben, das sind Lutheraner. Und da habe ich mir echt auch überlegt, soll ich das jetzt weiter anhören oder sind das wirklich nur jetzt Gehirnwäsche und man ist dann irgendwie wie bei Scientology. Also ich habe es wirklich nicht gewusst, weil, weißt du, nur weil die sagen, dass es nicht mit Hölle ist. Aber dann trotzdem aus Neugier so weiter reingehört. Also du hast aber, wenn man es biblisch interpretiert, hast du deinem Vater ja widersprochen. Weil der hat ja mehr oder weniger befohlen, Kind, hör nicht mehr zu. Und du hast gedacht, ich will aber einfach mehr lernen. Weil das wäre dann mein nächster Punkt. Du hast ja insofern auch über deine eigene Religion mehr gelernt und intensiviert die ganzen... Ich sage jetzt mal neue Sichtweisen. Neue Sichtweisen. Also, zu sagen... Jesus hatte auch menschliche Züge. Also der war auch wütend. Das ist, was die Lutheraner, die hätten kein Problem damit zu sagen, der war da mal einfach stinksauer auch. Was für einen Katholiken ja undenkbar wäre, weil der war nur immer das liebe Lamm. Ich meine, ist das jetzt neu lernen oder ist das halt nur, also ich würde jetzt nicht das als Lernen sehen. Noch nicht, oder? Noch nicht. Einfach noch nicht. Nur drauf zu kommen, es ist jetzt, es gibt zumindest die Lutheraner und die Katholiken. Punkt. Mehr gibt es nicht und einer von beiden hat recht. Und gab es dann irgendwann doch eine Schwelle, wo du gemerkt hast, dass du gelernt hast? Naja, und dann habe ich halt natürlich aus dieser Begeisterung heraus lauter Religionssachen gesucht. Und dann auch sehr, sehr, sehr viel mit Christentum gehört, auch so diese skeptischen Sendungen gehört, aber wie üblich, man hört es, aber hört es halt nicht so, sondern wie man es halt gern hören will, dass das eh dumme Leute sind, die da schlecht reden. Und auf einmal komme ich zu... Hast du vielleicht auch quasi nach Gegenargumenten gegen diese Leute gesucht, sozusagen? Naja, alles, alles, richtig. Ich habe mir überlegt, wieso sagen die sowas Blödes? Aber immerhin habe ich es mir mal angehört. Da gibt es dann diese verschiedenen Thesen. Also ich bin zum Beispiel sehr stark in dieser Vorstellung, mit der ich wieder zum Beispiel gut leben könnte. Was eben Jesus am Kreuz gestorben ist... Und dass er dann halt doch nicht gestorben ist und dass das dann wieder medizinisch erklärt wird, wie das medizinisch möglich war. Solche Sachen habe ich mir dann auch wieder angehört. Dass er jetzt nicht auferstanden ist, sondern es wäre medizinisch erklärbar, dass er halt einfach nicht gestorben ist und dann wieder gesund gepflegt wurde und deshalb wegen dem ungläubigen Thomas. Dann hast du quasi dir wirklich neue Perspektiven einfach offen gelassen, um dir Einflüsse anzueignen und um schauen, wie plausibel etwas klingt und was sein könnte. Genau. Nicht, dass es deinen Glauben komplett zerstört, sondern einfach... Wobei ich das ja schon als Zerstörung des Glaubens gesehen habe. Also, das wäre für mich schon stärkste Zweifel, einfach nur in Frage zu stellen. Nur in Frage zu stellen, okay. Das wäre schon Zweifel. Das hat mich ja fast schon aus meiner Sicht zum Atheisten gemacht. Also, okay. Ja, oder auch dann zu sagen, eigentlich nicht mehr in die Kirche zu gehen. Also ich habe mir gedacht, ein Atheist, wenn man nicht mehr in die Kirche geht, ist man schon Atheist. Also das war auch dann meine Vorstellung. Habe ich auch aus großer Überzeugung und haben alle gemeint, ich bin Atheist. Und natürlich ist dann auch die Frage gekommen, aber die ist erst nachher gekommen, die Frage, warum ich vom Glauben weg will. Also kurz nochmal zu dem, ich habe mich dann informiert und zufällig war Christentum meiner Meinung nach alles durch und suche halt nach
Islam. Einfach so. Und finde dieses Wege zur Hölle. Die geniale Sendung. Und haben wir da einfach angehört und habe dann auch gedacht, na herrscht, die Moslems, also so blöd, die glauben da an den Koran und Ding und die glauben, das war so und dabei war es so, weil es in der Bibel ja so steht. Und die dummen Moslems glauben, dass es so war, wie es im Koran steht. Also auch da habe ich jetzt nicht gezweifelt, sondern einfach nur gedacht, was die für eine komische Version glauben. Da können wir gleich rüberspringen quasi. Wie war dein Stand allgemein zu anderen Religionen, gerade zum Beispiel jetzt im Islam? Hat das deine Zweifel genährt oder hat das dich bestärkt in deiner Religion? Na, weder noch. Das war halt wirklich nur zu hören, es gibt Leute, die glauben solche Sachen. Also das wäre komisch. Und dann rede ich mit dem Eik und komme irgendwie drauf, eigentlich glaube ich auch komische Sachen. Also das war wirklich, das war der allererste Anfang, wo ich da erst wirklich gedacht habe, na hoppala, die glauben an, was weiß ich, Mohammed und ich glaube an den Jesus, der auferstanden ist. Der hat ja genauso mit Gott geredet. Also warum soll Mohammed nicht mit Gott geredet haben und Jesus schon? Das ist ja genauso plausibel oder unplausibel. Also da hast du dich zum ersten Mal reinversetzt in eine andere Position. Ja, nach ein paar Wochen, wo wir persönlich geredet haben. Wir haben ja wir beide auch extrem viel über den Islam geredet. Mein Spezialgebiet, ja. Und irgendwann einmal, auf einmal, habe ich mit dem Christentum angefangen. Und da war das allererste Mal, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, eigentlich hat der Eck recht, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich habe immer gedacht, du kommst mit dieser Eisenkeule daher und ziehst mir meine über. Das waren immer schon sehr, 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 sehr harte Aussagen, die jetzt aus heutiger Sicht betrachtet ja nicht so schlimm waren, sondern du hast dann ja gesagt, deiner Meinung nach ist es ein Märchen. Ein nettes Märchen, es ist kein Unterschied zwischen der Bibel und Superman. Also damals, das war... Für dich einfach unvorstellbar. Ja, einfach die Aussage, einfach so eine harte Aussage auch zu sagen. Es war für dich, ich kann mir das vorstellen, es war für dich lächerlich. Nein, nicht einmal lächerlich, nicht sondern mal. Das war wirklich, es hat echt wehgetan. Weißt du, einfach zu sagen, wie kann man so einen Vergleich, so was Wunderschönes wie die Bibel, das ist einfach, und das ist ein wunderschönes Bild an der Wand, dann ist er, das hat der Affe gemalt. Ja, eine Beleidigung, oder ich weiß nicht mal, wie man es aussieht, das hat echt... Das hat dich religiös-mäßig verletzt. Sehr stark verletzt. Die religiösen Gefühle wurden bei dir einfach verletzt. Ja. Und das ist halt am laufenden Band so gegangen. Also, mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Aber lange, das war ja nicht da das Einzige. Und dann waren lauter Geschichten halt. Eben auch mit dem Moses, dass er jetzt eben nicht der ganz Liebe war, wie auch in der Kinderbibel sicher dargestellt sein wird, der das Meer gespalten hat und der alle gefühlt hat, sondern dass der auch ein paar tausend Leute ermordet hat. Nicht er selber, aber er ermorden hat lassen, er ließ. Wie auch immer. Genau, und dass er auch sagt, Gott nicht gesagt hat, jetzt ist Schluss mit dem Morden. Oder auch die Plagen, dass das eigentlich unnötig war. Da hat dann Gott bewusst gesagt, dem Pharao, also ich habe das immer so gehört, da hat es halt die Plagen gegeben und die waren halt da. Aber ich habe nicht den Teil gehört, dass der Pharao bewusst von Gott blockiert wurde, damit noch die nächsten Plagen kommen können. Weil wenn man das dann dazu sagt, dann ist halt der allliebende Gott ein bisschen komisch. Aber hast du, ich meine die Geschichte, gerade bei Moses kennt man als Christ ja schon relativ trotzdem gut. Hast du dann diese Passagen verdrängt gehabt oder komplett einfach vergessen? Oder hast du die bewusst verdrängt? Diese Passagen als solches... Will ich meinen, dass ich nie gehört habe? Meinst du, die sind dir nie zu Ohren gekommen? Ich habe es auch komplett verdrängt, aber wie gesagt, ich kenne die Moses-Geschichte und dass diese Plagen waren, aber ich kenne nicht die Passage, weil sie auch nicht zu Gott passt. Also da hätte man sicher gesagt, naja, das hat man nachträglich reingeschrieben oder keine Ahnung, aber es würde ja nicht zu dem liebenden Gott passen, dass der jetzt den Pharao bewusst daran hindert, ihn gehen zu lassen. Nur um noch die nächste Plage kommen lassen zu können. Und dann werden irgendwie so das Eik denken, nein, eigentlich hätte der Gott gleich den Moses gehen lassen können, ohne irgendwelche Plagen und Leute töten. Aber auf die Idee zum Beispiel bin ich erst nach vielen Gesprächen mit dem Eik gekommen. Gott hat es so gemacht, er hat viele Leute getötet durch seine Plagen, aber die Frage, dass es eigentlich gar nicht nötig war, habe ich mir nie gestellt. Aus heutiger Sicht ist ja vollkommen logisch, sich die Frage zu stellen, aber...
wenn es ja sich um einen allmächtigen, allgütigen Gott handelt. Man könnte auch sagen, pass auf, ich hebe euch mit der Hand drüber und jetzt setze drüber oder irgendwas. Oder man muss jetzt nicht immer viele Leute töten. Aber das ist ja der Clou dahinter. Du stellst dir diese Fragen nicht. Und du denkst nicht immer, war das jetzt richtig von Gott oder war es nicht richtig, sondern das war halt so. Gott hat es so gemacht und es hat schon einen Grund gehabt. Aber in deiner Kindheit, Vergangenheit, hast du dir trotzdem vielleicht zu gewissen Dingen ja Fragen gehabt. Wie wurden Fragen, die vielleicht schon kritisch sich zeigen könnten, wie wurden die beantwortet von deinen Eltern oder Priestern? Naja, wirklich sehr stark in die Richtung, dass man sich darüber lustig macht und dass das von einem Kind halt eine Frechheit ist, das nicht ernst zu nehmen. Was eigentlich ja schade ist, das Kind will ja lernen, will wissen, was los ist. Das ist was Heiliges. Aber das Kind will ja wissen, wieso es heilig ist. Es muss ja nicht daran zweifeln, sondern es möchte einfach gerne erfahren. Ja, da ist es aber nicht schwer, eine Antwort drauf zu finden, oder? Meinst du, es ist, wie soll ich es nennen, vielleicht Unwissenheit von den Erwachsenen her? Nee, es gibt einfach keine Gründe, warum es heilig sein soll, oder? Ja, im Nachhinein vielleicht. Jetzt als Erwachsene wissen wir das vielleicht. Aber ich meine, die Erwachsenen, die Kinder so erziehen, könnte es sein, dass die selber nicht genau wissen, was los ist und darum nicht antworten möchten, weil sie sonst was Falsches antworten können. Ich würde eher sagen, dass die sich dann sehr, dass sie sind traurig, dass ihr Kind solche blöden Fragen stellt. Also wie kommt der drauf, so blöde Fragen zu stellen? Das stimmt. Also so sehen das die Eltern. Okay, ja. Ich denke jetzt nicht daran, dass sie es nicht beantworten könnten, aber das, ist eine das steht mir nicht in Frage, das war es. Aber was willst du jetzt über nachdenken? Also das ist so, ja, genau so. Also, ich sage, dieses Gefühl verstehe ich voll und ganz, auf der einen Seite. Ich kann es mir jetzt nicht gescheit beschreiben und auf der anderen Seite verstehe ich es nicht. Weil wenn mich jetzt meine Kinder fragen, will ich eine Meinung dazu äußern. Also ich würde jetzt nicht sagen, Herrst, jetzt kriegst du ja Zimmerarrest, weil du so blöde Fragen stellst. Weil man stellt Gott nicht in Frage. Aber das ist eben genau sicher auch Teil dieser Indoktrinierung. Wann immer du Fragen stellst, kriegst du eine Strafe dafür. Und dann hörst du irgendwann auf, die Fragen zu stellen, weil und glaubst es halt. Wären Fragen nur erlaubt, wenn du Theologe werden würdest für die christliche Kirche? Naja, für. Dann. Weil wenn du kritische Fragen stellst, dann bist du wieder von der Sekte gefangen worden. Ja, ist auch möglich. Also es ist ein perfekter Kreis. Wenn du aber bestimmen könntest, wie würdest du deine Religion gestalten, wenn du das machen könntest, damit du quasi sagst, so kann ich mit der Religion leben, das ist mein Glaube. Was würdest du hauptsächlich in der Bibel zum Beispiel ändern wollen? Wenn du es könntest, wenn du die Erlaubnis von Gott hättest. Ja, ich würde mal jedem erklären, man braucht die Bibel nicht. Das ist immer der Hauptgrund. Also, da kommt immer mehr drauf. Ich habe immer wahnsinnig viel gehalten oder gehört, wie toll diese 10 Gebote sind. Aber wenn man auch die wieder durchüberlegt, dass ja das erste Gebot ein Verbot der Glaubensfreiheit ist, es ist einfach nicht, es ist einfach, wenn man die Gebote wirklich so liest, wie sie geschrieben sind und so liest, wie sie gemeint sind, das kommt jetzt nicht mehr so toll rüber wie diese Kurzfassungen. Also mir wird jetzt wirklich wenig einfallen. Das Einzige, was mir noch halbwegs gestern gewesen wäre, was dann der liebe Eik auch im Hammerchen zerschlagen hat, die Gleichnisse von Jesus. Aber auch da, wenn man die jetzt aus rationeller Sicht betrachtet und nicht aus christlicher Nächstenliebessicht, verlieren halt auch ein bisschen die Schönheit, weil es ist eine Erklärung, wenn du jetzt beschissen wirst, kriegst du eine gute Erklärung, warum ich das als Christ nicht stören soll. Das ist eben das mein Problem. Es soll dich nicht stören, es wird dir einfach aufgetragen. Genau, das ist Gott liebt dich und denk nicht drüber nach, das passt schon so, Gott liebt dich. Der hat dich jetzt bestohlen, Gott liebt dich, denk nicht drüber nach, das passt schon so. Ist natürlich eine sehr angenehme Sicht der Welt, weil, aber irgendwie, nicht. Du kommst halt jetzt, es ist einfach lächerlich. Dass man schöne Ansicht, das ist gut, auch eine sehr schöne Überleitung, schöne Ansichten über die Welt. Was ist schön an, überhaupt zu glauben, wo besteht da denn der Nutzen? Hast du da irgendwelche, nach Fakten kann man das vielleicht nicht unbedingt nennen, aber gibt es etwas Schönes in der Religion, das du sonst nirgends wirklich bekommen kannst?
Was kann ich als Atheist nicht, was du nur mit der Religion wirklich kannst? Naja gut, da habe ich zum Beispiel sehr lange geglaubt, auch wieder dank Krieg nicht mehr geglaubt. Also das Schöne beim Christen ist ja diese Auferstehung und dieses ewige Leben und die Liebe von Gott. Also da habe ich zumindest immer gehört, nur der Christengott ist der, der bedingungslos immer alle liebt. Nur kann stimmen, wie gesagt, sagen mittlerweile muss aber nicht, weil viel, was diese Forscher von sich geben, stimmt halt dann auch nicht, weil es halt sehr kirchlich, die werden von der Kirche finanziert zum Teil. Und es ist halt dann, auch wenn sie mal sagen, sie gehen unvoreingenommen ran, hat es dann doch öfters einen kirchlichen Handhauch. Aber das ist halt das eine, zu sagen, du hast einen, der da oben ist, es kann eigentlich nichts passieren. Egal was, es kann dir nichts passieren, der liebt dich, der passt auf dich. Aber wo liegt da genau der, das ist ja meine Frage, wo liegt da der Nutzen davon? Das ist im Endeffekt einfach nur ein Gefühl von Geborgenheit. Genau, wenn du das durchschaust, dass dir das eigentlich auch nie hilft. Aber das war, für mich war das halt immer ein toller Nutzen. Da hast einen, du weißt, einer passt immer auf dich. Also das ist irgendwie ein Nutzen, oder? Im Fall der Fälle passt er auf dich. Gut, aber das hebt ja die ganze, wie gesagt, den Nutzen des Glaubens an sich auf, weil muss ja auch für mich irgendwas Schönes dabei sein. Es muss ja für die Welt irgendwie stimmen, egal ob du jetzt glaubst oder nicht. Und man muss sehen, dass der Glaube was wirklich bewirken kann als Nutzen. Weil nur weil jemand schöne, warme Gefühle hat, ändert das die Welt jetzt nicht zwingend. Ja gut, wenn sich da was sagt, jeder denkt wie der Christ und jeder liebt immer jeden, dann wäre die Welt perfekt. Also so ist auch wieder was, was die Kirche so sagt, liebe deinen Nächsten und auch immer am Sonntag, Friede sei mit dir und alle die Glaubensbrüder und so weiter. Also da, wo ich aufgewachsen bin, war das halt durchaus auch üblich. Da war man dann mit jedem per Du und so weiter in der Kirche zumindest, nachher nicht mehr, aber in der Kirche. Naja, aber ich meine, Muslime haben ähnliche Argumente. Die sagen ja auch, wenn alle den Islam annehmen, gibt es keine Probleme mehr. Jetzt für einen Außenstehenden, der gar nicht glaubt, wie soll der unterscheiden, ob jetzt deine Version besser ist? Oder, weil beide Argumente sind da, vom Muslim und vom Katholiken sozusagen. Der eine sagt, wenn du zu uns kommst, und wir lieben uns alle gegenseitig. Und der Muslim sagt auch, wenn du zu uns kommst, wir lieben uns alle gegenseitig. Also was ist dann, das ist eine runtergebrochene Sache, aber wie soll ich feststellen, was da wirklich die Wahrheit ist? Weil beide können nicht die Wahrheit sprechen, aber beide können lügen oder zumindest nicht wissen, dass sie nicht die Wahrheit sprechen. Naja, was zum Beispiel dann auch das andere ist, halt mit der Auferstehung. Das ist auch wieder einer der Unterschiede, oder das Tolle beim Christentum. Jesus ist für uns gestorben. Also da hast du mal die Sorge, eine Sorge weniger, die Moslems schon haben. Also die Moslems ist keiner extra gestorben. Aber die haben auch keine Erbsünde. Wieso soll da einer für sie sterben? Das ist ja deren Argument. Es bringt nichts, der Glaube. Also du kannst es schön einreden, dass eben durch den Glauben hast du jetzt viel mehr Glück als die Nichtgläubigen. Kann man natürlich als Vorteil sehen. Aber gemessen an dir, warst du glücklich mit deinem Status, mit dem Glauben? Oder bist du jetzt glücklicher? Oder du befindest, ich sage mal jetzt, dich im Wandel, mentalen Wandel, zu einfach, nicht unbedingt jetzt ein Atheist zu werden, aber du befindest dich in irgendeinem Wandel, das merkt man ja. Warst du dann glücklicher vorher oder bist du es jetzt vielleicht sogar? Nein, jetzt kann ich es vergleichen, vorher habe ich es ja nicht vergleichen können. Klar, ja. Also vorher, jetzt merke ich, ich muss selber die Verantwortung übernehmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war, weil Gott es so wollte, sondern das war halt, weil ich zu spät weggegangen bin. Und das war jetzt nicht Gott, der wollte, dass ich zu spät komme, sondern ich bin halt 10 Minuten zu spät weggegangen und darum habe ich den Zug verloren. Also früher hätte ich gedacht, ach Gott wollte halt, dass ich den Zug verliere. Und dann musst du nachdenken, warum wollte das Gott so? Was hast du Falsches gemacht, dass dir Gott zeigen will, jetzt lasse ich für dich den Zug wegfahren. Also du hast immer nach Ausreden gesucht, quasi für Problemchen, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Genau. Hast du immer Gott gesucht als und das Dumme ist, wieso er dich bestraft. Genau.
Und du musst halt dann immer rechtfertigen und dann, dir wird immer was einfallen, was du schlecht gemacht hast. Also das ist sicher auch Teil des Konzepts. Nochmal, ich sage, aber ist das schlecht? Das ist ja nicht wirklich schlecht, wenn du dich verbessern willst. Ne, das meine ich jetzt, ohne sarkastisch zu wirken. Oder das ist ja nicht ein Punkt, wo du schlechter wirst, wenn du sagst, oh ja, ich habe die Person, du erinnerst dich an ein Schlechtes quasi, ich habe die Person heute Mittag ein bisschen angefahren, als sie sich vorgedrängelt hat. Aber rein christlich muss man sagen, ich lasse jetzt alle vor und stelle mich als Letztes an. Das wäre so ein bisschen der Jesus-Gedanke dahinter, oder? Hast du nicht gemacht, also... Wo stehst du in religiöser Hinsicht heute? Ich meine, du zahlst, das weiß ich aus Gesprächen, du zahlst immer noch die Kirchensteuer, aber kannst du Gründe aufzeigen, wieso die katholische Kirche von dir quasi mitfinanziert wird, wenn du ja eigentlich gar nicht mehr die Kirche besuchst? Also du nutzt quasi deine rechtmäßigen bezahlten Kurse nicht, wenn man so will. Wieso bezahlst du dir quasi die Kirche? Was hindert dich daran zu sagen, ich kann an Gott glauben ohne Probleme, ich liebe ihn, er liebt mich. Wieso brauchst du eine Kirche? Was ist der Hauptgrund? Naja, da ist halt genau das. So 1000% sicher bin ich ja noch nicht. Naja. Und wenn man jetzt aber aus der Kirche austritt und so verkauft es auch die Kirche, bist du aus der Gemeinde draußen. Geächtet. Nein, nicht einmal geächtet, aber dann hat Gott nicht mehr die Verantwortung für dich. Aber Gott ist ja immer da, er ist ja überall. Er suggeriert hat ganz gerne mit, solange du zahlst, wie eine Versicherung. Also mein größtes Gefühl, oder eins der Gefühle wäre, wenn ich jetzt wirklich definitiv sage, ich trete aus, dann wäre es auch für Gott erledigt. Und wenn ich dann brauchen würde, würde ich sagen, na, Pech gehabt. Aber das ist ja mein Punkt. Ich meine, du brauchst einfach die Kirche gar nicht. Der Gott ist immer da. Du kannst immer mit ihm reden. Ja, aber ich habe es halt so tief verankert in mir, dass Gott eben nur über die Kirche geht. Also die Kirche hat das Monopol auf Gott. Sagen die Muslime aber auch. Jetzt ist für mich wieder extern. Ich spreche aus der Experten. Wie soll ich wissen, du sagst ja, die katholische Kirche sagt eben, wenn du austrittst, ist... Feierabend, Gott lässt dich nicht mehr rein. Und der Muslim sagt, wenn du aus dem Islam raustrittst, Feierabend, Gott lässt dich nicht mehr rein. Also da ist auch wieder der Punkt, nicht beide können Recht haben, aber beide können falsch sein. Richtig, richtig. Aber das ist ja genau, was ich meine. Ich weiß ja auch, dass es, aber es ist einfach da eine große Angst davor. Es ist quasi noch dein... Es ist quasi deine Hintertür noch, die du dir offen lässt. Genau, genau, genau. Noch offen lässt, noch. Und das andere hat, ja, wenn man wieder von der Familie redet, das eine ist zu sagen, okay, der glaubt halt nicht mehr. Also das kann man sagen, ein bisschen, der glaubt halt, dass er nicht mehr glaubt, sagen. Oder der hat eine komische Lebensphase. Jetzt macht er halt die Phase durch, wo er zweifelt. Das ist eine Phase, also das vergeht wieder, Pubertät vergeht auch. Aber wenn man dann austritt, dann ja, ist schwer zu erklären, dass es eine Phase war. Man kann immer wieder eintreten, das ist schwer in der Kirche weiterzahlen. Aber ist das möglich bei der katholischen Kirche, dass du wieder reintrittst? Also wenn es ums Zahlen geht, glaube ich, ist das überhaupt möglich, oder? Das schon, aber ich meine jetzt aus der spirituellen Perspektive, aus der seelischen Sicht, ist da nicht deine Seele quasi schon kaputt gemacht worden mit dem Austritt? Ja, wie gesagt, ich hatte mich nicht so traurig, da habe ich dann noch nicht so drüber nachgedacht, leider. Deinen Mitmenschen, ich kann mir das zumindest sehr gut vorstellen, gehst du momentan wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven. Sei es jetzt einen Mitgläubigen oder halt einen nicht, der dein Zeugs glaubt. Wie wirkt sich das auf momentan im Alltag, diese Hinterfragungen, diese Gespräche. Nervst du die Leute damit? Kann das sein? Nervst du deine Eltern? Wie merkst du die Reaktionen auf die ganze Sache? Ja gut, meine Eltern nerv ich insofern nicht, dass sie sagen, ich soll mich wieder melden, wenn ich mich normalisiert habe, wie sie es nennen. Also die nerv ich nicht, so gesehen. Ja, und im Bekannten- und Freundeskreis, also viele reden halt gerne über die Religion, erstaunlicherweise. Es gibt wirklich auch manche, die wirklich nicht gläubig sind.
Und ich habe halt dann irgendwie, wenn einer sagt, er findet das ganz toll, erwähne ich halt so nebenbei, wenn man es gescheit durchüberlegt, ist das Mist. Gibt es Leute, die dir schon gesagt haben, halt die Klappe, ich will jetzt, du nährst mich mit deinen Zweifeln, das interessiert mich nicht. Hat es da schon so Situationen gegeben, oder? Naja. Abgesehen von mir vielleicht. Aha, aha. Naja, natürlich manche, wenn ich dann halt merke, der glaubt das wirklich und hartnäckig, probiere ich halt den öfter mitzuteilen, dass es sehr an einen Blödsinn glaubt. Aber dann, ja, merke ich halt, die Leute, also im Unterschied zu mir, wenn ich drauf komme, das ist dumm, das ist einfach offensichtlich dumm. Jetzt? Ja, wie jetzt zum Beispiel, dann meine das logischerweise hinterfrage ich das. Die anderen sagen, na, also mit dir rede ich nicht, das ist mir zu dumm. Aber du warst ja sicher auch in dem Stadium früher. Wenn dich Leute vielleicht zu deinem Glauben quasi hinterfragt haben, hast du vermutlich sie auch abgewürgt, kann das nicht sein. Und ja, du weißt es einfach jetzt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eh. Aber darum sage ich, ich möchte nicht die Leute abwerben vom Glauben, ich möchte nur, dass sie auch wissen, dass es die Basis halt ein Bilderbuch ist. Und wenn sie dann sagen, okay, aber ich will trotzdem an ein Bilderbuch glauben, habe ich ja kein Problem damit. Du willst ihnen einfach nur aufzeigen, was deine Erkenntnis ist. Weil momentan für mich halt so offensichtlich herausstechender Mist ist. Also in einem halben Jahr, wahrscheinlich habe ich mich daran gewöhnt, ich werde jetzt nicht mehr jedem erzählen. Aber momentan ist halt durch diese Neuheit dieser Erkenntnisse, ja, tendiere ich dazu, hat jeden. Du willst quasi, du bist ein bisschen in Euphorie vielleicht und willst quasi, dass jeder weiß, dass deine Erkenntnisse die richtigen sind oder sein müssen, weil es für dich jetzt offensichtlich nicht... Naja, nicht nur für mich, oder? Es ist ja wirklich offensichtlich, also ich glaube neutral betrachtet. Doch, es ist ja nur für dich, weil, wie gesagt, der Gläubige, der glaubt, für ihn ist das nicht offensichtlich. Du müsstest ja das am besten wissen, weil du selber so warst. Da ist ja das, dass dann viele Gläubige nur ja sagen, man glaubt, sie haben es verstanden und dann fangen sie wieder mit dem gleichen Blödsinn an, was ich aber bis heute auch beim Eik leider mache, weil ich dann selber glaube, okay, ich weiß, was der Eik meint, und drei Sätze später kommen wir wieder mit der Bibel daher. Also ich darf denen auch keinen Vorwurf machen, man merkt es selber, man merkt es wirklich nicht. Das ist genau das. Das ist diese Indoktrinierung vielleicht, oder? Ja, man sagt halt wieder, weil es richtig ist, deswegen kommt man so schwer weg davon. Aber im fortschreitenden Hinterfragen von über deine Religion und deine Religion an sich, was hat dich bisher wirklich am meisten beschäftigt, dass du vielleicht wirklich, wirklich schlaflose Nächte gehabt hast? Gibt es da einen ganz, ganz speziellen Punkt? Naja, von deinem Thema? Viele Punkte waren das. Also ich habe da wirklich sicher 4-5 Wochen, und da hat dann auch das Verständnis im Umfeld zum Teil abgenommen, weil du den Leuten sagst, du, für die verstehen das halt wirklich. Die sagen, warum tust du dir das an, warum bleibst du nicht einfach gläubig? Ja, also viele Sachen einfach, weil diese Idee, dass es einen Jesus vielleicht gar nie gegeben hat. Also das war, tut mir bis heute sehr schwer damit, sagen wir mal so. Das ist einfach die Existenz von Jesus. Das ist einfach aus alten Sagen, also es gab schon Jesus vorher, Jesus-Versionen vorher, also sie haben irgendwie relativ offensichtlich. Zum Beispiel, hast du dir noch Beispiele gemerkt? Naja, Figuren mit Goldzieher und so weiter, oder? Das ist da. Es gibt viele Götter, die sich auch im Zeitgeist zeigen. Die haben 25. Dezember Geburtsdatum, das ist ein Standardtermin. Da gibt es 20, 30 Götter oder Menschgötter, die an dem Tag geboren wurden. Aber einen mit Namen hast du dir vielleicht nicht gerade gemerkt. Ich nenne einen zum Beispiel Horus. Von Jungfrau geboren, genau. Und im Prinzip Buddha war auch so einer, der wurde auch mystisch geboren. Soweit ich mich erinnere, von einem Elefantengottheit wurde die Mutter geschwängert. Und er war sich zu gut, aus der Vagina zu kommen, dann kam er halt aus der Seite der Mutter heraus. Also, aber das Datum, soweit ich mich erinnere, war auch das gleiche. Also ist interessant. Und wie gesagt, da ist halt dann, wo ich mir für heute sage, vielleicht war eben einer, der hat halt Jesus geheißen und der war einfach nur nett zu den Menschen. Punkt. Hat von mir jetzt kein Wunder verbracht. Also mit dem könnte ich noch leben. Das könntest du akzeptieren und sagen... Mittelfristig. Also jetzt noch nicht, aber mein Ziel ist es. Also zu sagen,
warum auch nicht? Warum soll es nicht einen gegeben haben, der einfach nett war? Jetzt kann man sagen, es hat sicher viele gegeben, die nett waren und der eine ist halt besonders herausgestochen durch seine Nettigkeit. Hat er vielleicht blaue Augen gehabt als einziger Halbsemit oder so? Also das ist dann das andere, was mich ganz schwer belastet hat, vor allem für mich mit Seele. Wegen Eichhorn sagt, also ich meine, für mich war das irgendwie eine wissenschaftliche Tatsache, medizinisch belegt, Seele ist. Der Mensch hat Körper und Seele. Und dann rede ich mit dem Eich und er sagt, nein, das gibt's nicht. Und für mich war immer die Oma, die ist oben, sie ist jetzt nicht mehr da und ich denke, aber sie ist halt noch da, wie ihre Seele da ist. Und da, also das hat mich dann wirklich viele, viele Tage, oder, weil dann ist halt, die Oma ist wirklich weg. Sie ist weg, sie ist gestorben, sie ist nicht doch noch, also das wäre schon ein Trost, den das Christentum, denke ich, schon liefert. Da zu sagen, der ist zwar gestorben, aber er ist eh noch da. Die Kinder, der ist, deine Mama ist im Himmel, da geht es eh ganz toll. Würde ich mal so als doch eine der guten Seiten vom Christentum sehen. Ja, wieso nicht? Wie gesagt, wenn das hilft, um schwierige Zeiten zu überwältigen, auf jeden Fall. Das. Dann frage ich halt andere Freunde auch und die sagen, das kann zum Teil genauso mit der Seele. Also da habe ich gerade das Eich Atheist, der glaubt an gar nichts. Aber dann komme ich drauf, dass viele Atheisten gar nicht an die Seele glauben. Also dass auch das von der Kirche ein Modell ist. Und da habe ich mir dann wieder für mich überlegt, wieso braucht man die Seele? Und das sind halt die Sachen, die mir dann immer ein bisschen helfen, von denen Abstand zu gewinnen. Eine Erklärung, warum. Und kommt, meine Erklärung ist, weil Auferstehung, aber der Körper, der bleibt da immer liegen. Also man sieht, dass der jetzt nicht auferstehend in den Himmel kommt. Deswegen wird man wahrscheinlich ein Konstrukt gebraucht haben, dass irgendwas schon in den Himmel kommt. Und das ist halt dann die Seele. Und die ist halt bei Gott und da treffen sich alle Seelen wieder. Ja, aber es ist halt eine schwache Erklärung, sagen wir mal so herum. Weil das, was da verkündet wird, in keiner Weise mit dem übereinstimmt, was man sieht, braucht man halt wieder gedankliche Modelle, um es in Einklang zu bringen. Du hast Kinder. Werden diese von der Religiosität von dir oder deiner Frau großartig beeinflusst und in welche Richtung? Wie sieht der Religionskontakt bisher für deine Kinder aus? Wie alt sind die Kinder zum Beispiel, damit man sich Vorstellungen machen kann? Na, meine Kinder sind 4 und 6 Jahre alt. 4 und 6. Und meine Frau ist Indonesierin, sehr gläubige Frau. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir uns gefunden haben. Also, ich weiß nicht, wie ich das erste Mal in Indonesien war, das erste Mal. Fliegst du mal so 12 Stunden hin oder 14, bis 2 Wochen dort. Sie waren jeden Abend 2 Stunden in der Messe. Das hat dich beeindruckt? Naja, ich habe mir gedacht, erst ich fliege da extra rüber so lange, dass ich nicht in der Kirche sitze. Aber es zeigt, wie religiös sie sind. Das wäre so, wenn du jetzt nach Prag kommst und wir setzen uns 4 Stunden in die Kirche, wirst du da sagen, erst ich bin jetzt nicht in der Kirche da, sondern dass wir plaudern können. Aber also das zeigt, wie sehr religiös meine Frau ist, noch viel, viel mehr als ich. Macht dann wieder viele Sachen schwieriger, wenn man immer, wie gesagt, was ist, ist es wieder Strafe Gottes und Ding. Und das macht es halt dann wieder schwierig auch für mich, weil man kann ja das schwer widerlegen, dass das jetzt eine Strafe Gottes ist. Ja, es könnte aber dann auch eine Strafe von Santa Claus sein. Du kannst das ja auch nicht widerlegen. Das heißt einfach für mich, wenn man von Widerlegung spricht, etwas, das nicht da ist, kannst du nicht widerlegen, dass es nicht da ist. Also das funktioniert, dann ist das Santa Claus-Beispiel meiner Meinung nach sehr plausibel. Ich meine, er widerlegt mir, dass es nicht Santa Claus ist. Das ist mein Punkt. Vielmehr will ich eher wissen, wie der Kontakt für die Kinder ist. Und deswegen war es halt so natürlich, dass die Kinder am Anfang, weil wir beide gläubig waren, doch eher religiös waren. Aber jetzt nicht mit diesem Jesus ist der Beste, aber doch hat er die Kirche gehen und Ding und. Und dann, wie gesagt, war das der Streiterei, ich will nicht mehr in die Kirche, weil man es eigentlich zu blöd ist. Meine Frau hat doch in die Kirche und dann ist Gott böse und das gibt ja Kraft für die ganze Woche und so weiter. Ja. Aber sie geht immer noch in die Kirche? Sie geht jeden Sonntag. Kirche, genau. Und dann ist mit Kinder, ohne Kinder? Nein, die bleiben halt lieber bei mir. haben die Kinder selber gesagt, wir wollen lieber nicht in die Kirche? Ja, als Kind geht, glaube ich, keiner gerne in die Kirche. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin
Nicht, da musst du hingehen und du musst leise, du gehst nicht gerne in die Kirche als Kind und das Erwachsene bin ich auch nicht unbedingt gerne gegangen, aber du musst halt gehen, das ist ja genau das, du stellst es nicht in Frage, du musst gehen, wenn nicht, du musst in die Kirche. Aber versuch deine Frau, die Kinder trotzdem immer wieder einzuladen vielleicht, wollt ihr mitkommen und die Kinder sagen einfach immer nein. Oder ich wollte lieber mit dem Papa spielen. Am Anfang hat das Riesenstreiterei natürlich ausgelöst, weil ich sage, ich beeinflusse die Kinder und da und dort. Und wieder das, die Kinder haben ein Recht auf Kirche. Haben sie auch, aber sie wollen anscheinend einfach. Aber sie haben auch ein Recht nicht auf Kirche, oder? So gesehen. Aber wenn sie älter werden, würdest du sie quasi nicht in dem Sinn drängen, aber vielleicht darauf hinweisen, willst du nicht vielleicht auch in die Kirche gehen? Oder willst du das gar nicht ansprechen? Willst du gar nicht ansprechen? Sie werden sehen, ich mache mir schon Sorgen im Religionsunterricht in der Schule, aber ich glaube jetzt nicht, dass da, ja, da wird vielleicht ein bisschen was gesungen und ein bisschen was erzählt, aber ich glaube jetzt nicht, dass es diese eintrichternde Wirkung hätte, als wenn schon die Eltern im Kleinstkindesalter den Kindern erzählen, ja, was sie zu glauben haben. Gefällt. Genau. Nämlich in dem Kleinstkinderalter, wo du ja nicht überprüfen kannst. Oder? Das sind einfach schöne Märchen. Und Teil des Märchens ist ja, dass der Moses ein paar Leute hat töten lassen, die eh alle böse waren. Aber das verstehen die Kinder noch nicht, wieso, dann lässt man das doch. Ja, eben, und dann hat er getötet und dann sind sie tot. Also da hast du keinen Bezug dazu, dass das heißt. Also wenn das wegfällt, ja, also wie gesagt, ich weiß selber nicht, sind sie jetzt gläubig oder nicht gläubig oder. Aber ich schaue halt, das ist so rein wie möglich zu halten. Und wenn Sie dann mit 20 sagen, Sie wollen das Bilderbuch hernehmen und jetzt daran glauben, ist es Ihre bewusste Entscheidung. Mit 20, aber was ist, wenn Sie das mit 12? Ja, wenn Sie es halt selber wollen, nochmal. Wenn Sie sagen, Religionsunterricht ist so toll, ich will jetzt daran glauben. Aber wie, ich meine, das ist ja noch eine Zeit lang hin, bis Sie, denke ich, so kritische Sichtweisen oder rebellieren, wie üblich in der Pubertät, gegen die Eltern. Würdest du dagegen ankämpfen oder würdest du, wie soll man sich das vorstellen, dagegen ankämpfen oder versuchen, mit ihnen ganz normal zu reden? Oder? Ich würde halt, so wie du es mit mir gemacht hast, eigenen erklären, man kann natürlich sagen, der Jesus hat Kranke geheilt mit Simsalabim, man kann aber auch sagen, das hat halt nur einer geschrieben, dass er das gemacht hat. Also einfach zu sagen, es kann beides sein, man weiß es nicht. Man weiß es halt nicht. Das ist jetzt nicht nur, weil es da geschrieben ist, war es definitiv so. Vielleicht hat es auch einer im Nachhinein dazu gedichtet. Vielleicht hat auch einer geglaubt, dass der das gemacht hat, aus bestem Wissen und Gewissen. Aber der hat es wieder nur von einem gehört, und der wieder nur, man weiß es einfach nicht. Und das möchte man den Kindern halt vermitteln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dazu entscheiden werden zu glauben. Also ich. Vor allem, wenn Sie den Papa ja sehen zu Hause, rumlümmeln am Sonntag. Ja. Wollen Sie auch rumlümmeln? Sie haben die ganze Woche lang Schule gehabt und jetzt haben Sie auch mal frei. Dann müssen Sie noch zu Gott gehen, vermutlich nicht. Ja, sind das so lustig. Also ich stelle zum Beispiel, Sie hören ja dann immer wieder gerne, wenn ich mir die Sendungen anhöre über den Islam, stellen Sie dann auch immer wieder so Fragen, so Interessierte. Was ist das und was ist Kopftuch oder wieso das ist? Und ich meine, da wird meine Frau dann überhaupt schon ganz. Ja, das mag sie gar nicht. Dass sie da so, also das eine ist, okay, man hält sie halt raus, aber da jetzt noch zu dem Atheistengespräch zuhören lassen, geht gar schon nicht. Sehr weit, genau. Aber ich meine, deine Frau weiß ja, dass du solche Sendungen hörst. Und allgemein einfach Informationen, allerlei Informationen zur Religion. Ich sage halt immer, es geht nur um den Islam. Punkt. Atheisten, aber die reden nur über den Islam. Die reden nicht über das Christentum. Naja, weil dann, aber das tust du ja jetzt in der Zukunft mit mir über die Bibel. Was willst du das von deiner Frau komplett fernhalten? Geht ja nicht mehr. Irgendwann, selbst wenn du es versuchen würdest, irgendwann würde sie merken, dass du da. Ja, ich weiß nicht, ich muss ja dann irgendwie einräumen, zu sagen, okay, es ist jetzt meine Sicht. Und wenn sie sagen, dann lassen wir uns scheiden, was ich nicht glaube, aber. Es geht mir nicht um Scheidung an sich, sondern eher darum, dass sie sagt, du bist ein Idiot und du nervst mit deinen. Das ist negative Wandlung, empfinde. Das ist, was viele Christen denken, wenn man sich vom Komm abkehrt, dann wird man zu schlechten Menschen. Weil die Liebe kommt ja nur vom Christentum.
Also man sagt auch nicht jetzt, du glaubst es nicht mehr, sondern du wendest dich ab vom Glauben. Und das heißt ja auch wieder nur, also das habe ich wirklich lange gehört, mittlerweile ja nicht mehr so, weil, naja, du hast eine schlechte neue Gesellschaft. Deine Freunde sind nicht die richtigen, genau, Freunde. Da jemand, der Eik, ich frage ihn und der Eik antwortet, was ist dann eine schlechte Gesellschaft? Ich zwinge dich ja nicht. Ja, ich zwinge dich ja nicht, mich zu fragen. Also. Ja, eben, das war, ich finde im Gegenteil toll von dir, dass du antwortest, aber da hörst du wieder, naja, das macht er ja, aber der denkt langfristig. Wie meinst du das langfristig? Naja, du denkst das jetzt in 3 Jahren, also jetzt köderst du mich, so sehr, also so oft gehört. Du investierst jetzt und köderst und wahrscheinlich skypst du mit 100 verschiedenen Leuten und alle werden geködert. Und dann kommt die große Sekte daher und jeder, keine Ahnung was, muss sich selber in die Luft sprengen für dich oder? Im Namen des Nicht-Gottes. Im Namen der Ecology-Sekte. Im Namen des Nicht-Glaubens. Ja, aber wirklich, dann, wie mit deiner Mutter dann letztens geredet habe, naja, dass ich das aufhöre mit dem Glauben. Aber es gibt ja so viele Kriege auf der Welt und das ist alles von den Atheisten. Aber sie ist ernsthaft, also so ganz 1000% ernsthafter Meinung. Es gibt deswegen Kriege, weil nicht alle Christen sind. Ich verstehe zwar die Argumentation, aber sie ist eine dumme, für mich. Weil ich meine, ich habe nicht mal eine Pistole zu Hause. Also. Und ich halte mich auch fern von solchen Dingen. Und trotzdem ist der Bush hat gesagt, das kann man nachprüfen im Internet, im YouTube, er ist in den Irak einmarschiert, weil Gott ihm das gesagt hat. Es gibt die berühmte Stelle. Und ich meine, er ist Christ. Also Gott hat ihm das gesagt, dann kann es ja nicht sein, dass ein Atheist dafür verantwortlich gemacht werden kann, für seine Kriege zumindest, wenn man das so will. Ja gut, da kann man wieder als Christ schön sagen, der Bush ist ja gar kein richtiger Christ. Also man einfach ausschließen quasi aus der Gemeinde. Gut, halt nur so, als wäre ein Christ. Also damit, das passt schon. Also, du wirst immer Argumente finden. Und wenn jetzt der eine Christ dich beglaubt hat, dann war der nie richtig Christ. Sobald etwas widerspricht gegen den eigenen, das eigene Verständnis von seiner Religion. Ja, der glaubt ein bisschen an die Lutherbibel, also das, Punkt. Aber wie lässt sich das vereinbaren? Weil das ist ja eine Beanspruchung, nur ich habe das Richtige. Wie ist das rationell zu vereinbaren? Na, ich sage mal nicht, ich habe das Richtige, sondern du lernst, die Erde ist eine Kugel. Heißt jetzt, nur du hast das Richtige, oder? Ist sie einfach eine Kugel. Aber ja, das meine ich. Ja, und du lernst, der Jesus hat Wunder vollbracht. Das war halt so. Also du stehst ja nicht, das war so. Du hinterfragst auch nicht, ob der jetzt wirklich eine Kugel ist oder ob der dann die Wissenschaft das vorspielt. Das war halt so. Und mit Jesus genauso, das war so. Und wenn die anderen mal Blödsinn schreiben, hat er früher geschrieben, die Erde ist flach. Und da schreibt der Koran, das ist ein anderer Gott, das ist halt der Blödsinn, was die schreiben. Kann man sagen, okay, das war halt 700 nach Christus, da waren wir noch nicht so klug. Also so in dem Denken, bist einfach, das ist dann so natürlich, so zu denken. Deine Eltern und deine Geschwister, also dein Bruder zumindest, habe ich ganz kurz kennengelernt, sind ja strenggläubig, immer noch, und kann man sagen. Das ist ja so. Wie stellst du dir eine mögliche Zukunft vor, in denen du ihnen mitteilst, dass du einfach nicht mehr an Gott glaubst? Wie würde das ein Szenario für dich aussehen, wenn du dir das vorstellst? Ich meine, jetzt wieder ganz realistisch. Ich würde es in dem Glauben lassen, dass ich nur glaube, nicht zu glauben. Also, dass sie in ihrem Bild, also für sie wäre das katastrophal, wenn ich jetzt nicht mehr glauben würde. Das wäre einfach, wenn ich sage, ich würde Drogen nehmen und auf der Straße landen und Atheismus, das sind so diese drei, das ist so auf der gleichen Ebene. Also wirklich das Schlimmste vom Schlimmen, was im Leben, warum werde ich jetzt zum Atheisten, dann lernst du dann kennen, dass es muss ein Versager sein, der nimmt sicher selber Drogen. Der erklärt mir, ich soll nicht glauben. Und mit dem hänge ich jetzt immer herum. Und deswegen werde ich selber oft. Also, so eine Argumentationskette. Aber was würde das familiär bedeuten, vielleicht? Was würde man dich, ganz krass sagen, aus der Familie verstoßen? Oder würde das eher nicht passieren? Auch wenn du quasi sagst, ich glaube jetzt nicht mehr an Gott,
wie würden wohl vielleicht deine Eltern reagieren? Was, was stellst du dir vor? Der Stand ist, ich soll mich wieder melden, wenn ich mich normalisiert habe. Also das ist der aktuelle Stand der Dinge und das war vor 4 Wochen oder so. Ich habe noch nicht so darüber nachgedacht, ich sage es, wie es ist. Aber nochmal, mein Ding ist halt, sie im Glauben zu lassen, die heile Welt, okay. Ja, glaube eh und fertig. Also vielleicht sind klar halt anlügen, um ihnen das Ganze zu erleichtern. Weil es eben, und das wollte ich noch vorher damit ausdrücken, für sie ist es ja sowas Schlimmes. Und man denkt, muss ich ihnen das antun? Andererseits, es ist mein Leben, also warum muss ich jetzt glauben? Nur weil meine Eltern das wollen. Das ist irgendwie auch blöd, oder? Es reicht schon, dass ich mir denke, weil meine Oma mir es versprochen hat, muss ich lebenslang glauben. Es ist immer blöd, wenn man sowas nie rauskommt. Gell? Das ist so wie die Hölle, aus der kommt auch nie wieder raus. Und aus dem Glauben eigentlich kommst du auch nie wieder raus. Und wenn du sagst, du willst, du selber willst aufhören mit Glauben, nee, das hat dir der da drüben eingeredet. Du willst eh glauben, der da drüben hat dir das eingeredet. An und für sich versuchen sie ja dir das jetzt einzureden, dass du eingeredet bekommst von einem anderen. Also. Wenn ich das sage, ich habe für mich erkannt, das ist ausgeschlossen. Das ist ja genau das Lustige. Also das geht, das wird mir nicht zugestanden, oder sie halt, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Glauben Sie, ich bin so. Andererseits verstehe ich es schon doch. Wenn du jetzt ein Kind hast und der sagt, er will Moslem werden, einfach würdest du da denken, wie kommt er auf die Idee Moslem? Also der muss ja Videos gehört haben oder Leute, also der wird ja nicht von alleine Moslem von heute auf morgen. Also von dem her verstehe ich das Denken schon. Ja, aber wieso hängst du quasi immer noch an deiner Version vom Christentum fest? Und wieso bist du zum Beispiel nicht Moslem? Weil das ist wieder die gleiche Sache. Extern für mich sehen beide gleich aus. Beide haben ihre Argumente, aber im Endeffekt kannst du ja auch Moslem werden, um an Gott zu glauben und einen Einzug ins Paradies zu bekommen. Was genau, welcher Aspekt hält dich wirklich beim Christentum, sagen wir so. Ja, nochmal, ich will nicht beim Christentum bleiben. Ich will die Erkenntnis haben, man braucht Gott nicht. Und wenn es halt ein paar Fragen gibt, die die Wissenschaft noch nicht geklärt hat, ist es ja nicht ein Beweis für die Existenz Gottes. Und wenn du einmal viel Glück hast, ist es nicht der Beweis für die Existenz Gottes, sondern du hast einmal Glück gehabt. Aber ich rede vom Ist-Zustand. Momentan ist es so, dass du nicht aus der Kirche ausgetreten bist. Und ich frage nur deshalb, wieso macht es für dich keinen Sinn, jetzt dem Islam anzugehören und quasi denen... Weil da will ich halt für mich persönlich voll und ganz sehen, dass das nur Geschichten sind. Wenn der Bibel weiß ist, das ist aber mittlerweile oder immer mehr, aber es ist halt gefühlsmäßig noch so tief verankert. Nein, das passt schon. Der Eich, der irrt sich sicher. Da gibt es sicher irgendeinen Theologen, der geschrieben hat, wie toll das ist. Weil ich bin sicher, du bist nicht der Einzige, der diese Argumente vorgebracht hat. So, ja. Dann gibt es sicher Theologen, die diese Argumente gelesen haben und dann wieder für Christen Antworten geschrieben haben. Klar, dass dann der Christ wieder sagt, ah, Gott sei Dank, hat sich der Eich geirrt. Und du suchst, was dir zeige, du suchst noch ein bisschen nach diesen Punkten. Nein, nicht mehr so. Früher schon. Aber trotzdem immer noch ein bisschen ist quasi die Hoffnung dazu. Die Hoffnung. Das heißt, dass du die gefühlsmäßige Hoffnung ist, dass dir einfach irrt. Dass es den Jesus doch gegeben hat. Ich habe kein Problem damit. Ich habe keine Probleme mit Irren. Ich meine, niemand irrt sich gerne und gibt gerne wirklich zu, dass er falsch gelegen ist. Aber ich habe jetzt keine Probleme, für mich hätte das ja keine Konsequenzen, wenn ich mich irre. Deswegen werde ich nicht irgendwie krank oder sterbe sofort an Ort und Stelle. Ich habe mich einfach am Punkt geirrt und das kann schon sein, aber der Hankerung für einen Gläubigen ist es halt schon wahrscheinlich tragischer, wenn er sich irrt mit seinem Glauben, bricht für ihn halt eine ganze Welt zusammen, klar. Naja, ich kann es auch nicht erklären, warum. Aber ich sage, mich hat das wirklich komplett belastet. Also wirklich so belastet. Und ich habe mich das selber gefragt, warum belastet dich sowas? In Wirklichkeit gibt es halt keinen Jesus. Ich meine, macht ja keinen Unterschied. Der hat vor 2000 Jahren gelebt oder auch nicht. Das macht ja keinen Unterschied, oder? Aber für die Christen ja schon. Er ist ja für sie gestorben. Ja, aber das sage ich, aber was ist denn der Unterschied? Warum belastet mich das? Warum sage ich einfach, okay, mir ist es eigentlich wurscht. Also, da verstehe ich für mich selber nicht, warum ich dann auch immer gefühlsmäßig, oder wie du auch immer so schön zeigst, dass ich von dem, was ich rede, immer wieder doch gern
in Jesus einfließen lasse, ohne es selber zu merken auch. Also, und das ist ja, was ich meine. Oder zu sagen, das finde ich toll, altaramäisch ist toll, weil es den Jesus gesprochen hat. Also nicht, weil die Sprache toll ist. Du kennst sie ja gar nicht. Ich kenne sie gar nicht, ich habe sie gehört, ich kenne keinen, der sie spricht. Aber es hat irgendwie den Hauch des Besonderen. Und dann sagt der Eich, zeigt mir eben, nicht, zeigt mir, hoppala, es ist halt noch immer diese Bindung da. Diese emotionale Bindung. Von dem man nichts weiß, eigentlich nichts. Man weiß nicht, wie er ausgeschaut hat, man weiß nichts von ihm. Ich habe ihn, also wie blöd, aber da verstehe ich mich selber nicht, warum diese emotionale Bildung da ist. Das haben ja Muslime ähnlich mit dem Mohammed. Das ja, aber warum kriegt man her, wenn man so viele Jesuslieder gesungen hat? Oder, das frage ich mich. Warum liebst du einen, den du noch nie gesehen hast, den du auch nie sehen wirst, von dem du dann irgendwas liest? Warum liebt man den jetzt ernsthaft? Ich meine, eine Boygroup, okay, die liebt man nach einem Jahr als Kind, liebt man sie nicht mehr. Aber du liebst nicht heute eine Boygroup, die vor 2000 Jahren gesungen hat? Also wie? Vielleicht war Jesus ja in einer Boygroup und darum war eine berühmte Boygroup früher. Jesus und die 12 Jünger. Da aber haben sie gegroovt. Die Kirche, dass die Leute so intensiv den lieben. Das, wie macht das die Kirche? Und dann ich hatte selber für mich auch. Weil da wird es dann immer leichter, so Modelle zu finden. Aha, das ist weil. Das ist dann, wie wenn sich ein Anker löst. Also ich sehe die Kirche schon, im Gegensatz zum Eik, oder? Als perfekten psychologischen, also die haben Psychologie perfektioniert. Sie haben sie benutzen Psychologie, da bin ich natürlich aber überzeugt, perfekt, aber perfekt würde ich nicht sagen, weil wäre es perfekt, dann wärst du nicht, würdest du nicht einige Dinge hinterfragen. Oder ja, ich sage mal perfekt im Sinne von 1,3 Milliarden Menschen mit einem offensichtlichen Mist bei Laune zu halten. Ist eine gute Leistung, oder? Also, und das über Jahrtausende hinweg. Ist keine schlechte Leistung, aber es gibt Passagen in der Geschichte, da hatten sie es einfach. Wer nicht geglaubt hat, wurde weltlich bestraft von diesen Herren auf der Erde, nicht von irgendeinem Gott. Also da ist es ja relativ einfach, dann die Leute darauf zu drängen, weiterhin das zu glauben, was sie glauben. Ja, aber zu glauben, aber das alles ist das Gefühlsmäßige zu glauben, das sage ich damit. Das ist ja, was mir selber so auf den Nerven geht, was ich auch ja, irgendwie nicht wahrhaben will. Das ist wirklich auf der Gefühlsebene zu sagen, hoffentlich irrt sich der Eck. Gibt es trotzdem in der Bibel Geschichten, von denen du dich auf jeden Fall nicht lösen wirst? Weil die einfach für dich wirklich auch ohne Bibel funktionieren an und für sich und eine Lehre fürs Leben sind. Ja, wie gesagt, was mich wirklich sehr überzeugt hat, was von den Lutheranern kommt, diese Geschichte von Adam und Eva. Also diese eine mögliche Sicht der Geschichte, du hast ja gesagt, es wird gezeigt, es gibt eine andere, aber ja, woanders geht. Aber diese eine mögliche Sicht für die Erklärung der Erbsünde. Der Mensch selber entscheidet, was gut ist und was schlecht ist. Wieder offensichtlich ist Kirche, weil die Aussage ist ja, normalerweise kann nur Gott entscheiden, was für dich gut ist. Und die Erbsünde besteht ja genau darin, dass du jetzt sagst, na, das ist gut für mich. Und du sagst, es ist schlecht für den. Und das ist genau die Erbsünde. Und so gesehen, es macht ja jeder Mensch. Jeder Mensch entscheidet, was für ihn gut ist. Also, jetzt kann man wieder sagen, so gesehen ist das ja mit der Erbsünde. Aber ich finde einfach diesen Gedanken genial, weil er einfach stimmt. Was genau stimmt, weil das sind so Wörter, es stimmt, das sind immer so. Naja, wenn du es überlegst, dass die Menschen entscheiden selber, was ist für mich gut. Muss er ja. Aber das ist aber die Erbsünde dahinter. Dieser Egoismus. Aber wenn du natürlich sagst, nur Gott weiß, was gut ist, woher willst du wissen, was dann gut und wie willst du unterscheiden, was gut und was schlecht ist? Nachdem Adam und Eva von dem blöden Baum gegessen haben, ist es vorbei. Haben die das quasi, dieses Wissen, genetisch weitervererbt. Ja, genau. Und deswegen hat jeder Mensch für immer diese Erbsünde. Aber ich finde einfach nur den Gedanken, offensichtlich du nicht so, oder? Faszinierend. Mich überzeugt er nicht. Für mich ist es kein faszinierender Gedanke, weil das setzt voraus, dass halt Adam und Eva gegeben haben muss, irgendwie naja, so die Urmensch. Dass es sie gegeben hat, oder? Ja doch, weil man redet von Erbsünde trotzdem. Also das ist eine Sache, die ein Paar gemacht hat.
Du erbst ihr. Ja, man sieht ja gerne, das hat dann wieder so psychologisch Adam und Eva, also von Babyalter die Entwicklung, dass es eher so gemeint ist. Und dann ist es das Wort trotzdem falsch. Erbsen. Ja, ich weiß nicht, ja. Ich sage, die Kirche ist nicht konsistent. Da wird dann da was gemischt, dann wird da was reingeschoben und dann passt es wieder. Und, ja. Aber da hast du recht. Entweder gab es Adam und Eva als Personen, dann gab es die Erbsünde. Das für mich funktioniert halt eine Erbsünde nur mit echten Personen, weil nur als Idee eine Erbsünde ist sie keine Erbsünde, das ist nur normale Logik, die du als Mensch benutzt. Das ist ja keine Sünde in dem Sinne. Also dann eben auch wieder zu sagen, warum hat er die Rippe genommen vom Adam? Und dann lese ich einfach, weil die Rippe der einzige Knochen ist, der nachwächst. Ist das so? Ja, das ist so. Die Rippe wächst nach. Und dann wieder zu sagen, damals wollten sie zeigen, er musste was nehmen, hätte den Finger genommen. Also er hat was genommen, was dem nicht schadet. Aber er ist doch Gott, er kann doch auch einen ganzen Arm wieder nachwachsen lassen. Er hat ihn ja schon mal komplett gefertigt. Ja, nochmal, ja. Man darf jetzt, es geht um diese Symbolik dahinter. Aber nee, das ist doch keine Symbolik. Aber ich weiß, das ist ja genau. Also keine Symbolik, wenn man das erklären will, noch medizinisch, dann hält sich Gott an Naturgesetze, auch wenn es nur symbolisch ist. Das macht ja für mich einfach keinen Sinn, weil entweder er ist Gott und muss sich an nichts binden, er hat ja den Menschen von Grund auf schon erschaffen, dann kann er auch den linken Fuß nehmen von mir aus und den nachwachsen lassen, oder macht die Eva genau wie Adam von Null auf. Also wieso ist da die Symbolik so wichtig, dass man das medizinisch noch versucht zu bestätigen? Das leuchtet mir jetzt nicht ein, dass das nützlich wäre. Eher zeigt es für mich, dass das halt die Religion falsch ist, sondern versucht halt die Medizin zu missbrauchen oder erkennen. Ja, das hat man damals schon gewusst, das hat man beobachten können. Und Gott hat dann, ja, das ist jetzt das, was ich immer so toll gefunden habe, einfach was genommen, was keinen Schaden anrichtet. Aber das ist das, hätte er den Finger nehmen können, dann schwupps nachwachsen lassen können. Ja. Wo habe ich natürlich nicht gedacht. Aber das ist genau dieser Unterschied zwischen Gläubiger, der einfach das nicht denkt. Warum auch immer, weil er dumm ist oder weil er, ich weiß es nicht, eingeschränkt ist im Denken in dem Bereich und einem Atheisten, dem es eigentlich klar ist. Einem Atheisten muss es nicht klar sein. Nur einer, der darüber auch nachdenkt und überlegt, kann wohlbemerkt zur Erkenntnis kommen, dass das Unsinn macht. Aber ich meine, ich frage darum auch, wenn ich dich jetzt, ich nenne dich oft so, und das wird vielleicht noch eine Zeit lang bleiben, Religiot. Eine Mischung aus religiöser Idiot, also Religiot, von Samuel David Schmidt. Habe ich das mitbekommen, dieses schöne Wort. Tut sich da in dir was? Bist du religiös verletzt, wenn ich dich quasi als Idioten sehe oder so bezeichne, aus dem Nichtglauben heraus? Tut sich da bei dir was? Oder sagst du, ich weiß, was er meint? Und genau, weil mittlerweile sage ich, es ist ja so offensichtlicher Mist, dass ich wirklich, ich komme mir selber schon dumm vor, dass ich an das glaube. Also das ist, was ich mittlerweile sage, am Anfang habe ich das, aber was mich eher dann, also bis heute, dass du mir die Hoffnung absprichst, oder, ein hundertprozentiger Atheist zu werden, das trifft mir halt viel, viel mehr. Nee, ich spreche dir die Hoffnung nicht ab, ich sage ja nicht, dass du nicht glauben wirst. Was ich immer wieder wiederhole ist, es kann sein, dass du einfach beim Glauben bleibst, warum auch immer, das spielt ja spielt für mich keine Rolle, das... Der Hauptgrund, warum ich sage, dass du halt kein Atheist jetzt momentan bist, also einer, der nicht an Gott glaubt, ist ganz simpel begründet, weil du selber sagst, du hältst dir das kleine Hintertürchen halt noch offen. Ja, du bist ein Fast-Atheist. Es gibt kein Fast-Atheist, das ist einfach ein Punkt, wo... Es muss ein Unterschied sein zwischen einem, der 100% glaubt und einem, der am Weg ist, das Ganze zu entlarven und einem Atheist, also diesen Zwischen, es gibt ja nicht mehr... Ja oder nein, sondern man kommt immer in dem Punkt auf. Doch, in dem Punkt ja schon. Weil Atheist, das vergisst du immer wieder, das werde ich auch jetzt wieder erwähnen, hat nur ein Attribut. Und das willst du nicht wahrhaben. Nicht an Gott glauben.
Und ja, aber ich bin dabei, ich, dann kommt's. Ich bin Atheist, ich glaube einfach nicht. Also für mich hatte es macht keinen Sinn, diese Gedanke überhaupt. Ich habe ja diese Hintertür nicht, die ich mir quasi offen halte wie du. Du machst das aber effektiv noch. Und ja, aber ich bin am Weg dabei, sie zu schließen. Also das ist auch. Das spielt ja keine Rolle. Ich rede jetzt vom Ist-Zustand. Und der Ist-Zustand ist, wie er ist. Wenn der Ist-Zustand ist, dass ich dabei bin, ist zu schließen. Das ist der Ist-Zustand. Aber du kannst ja nicht in die Zukunft sehen. Selbst deine eigene Zukunft kannst du jetzt nicht prophezeien. Oder willst du dich jetzt als Prophet outen, dass du genau weißt, weil dann würdest du die Hintertür jetzt schon schließen. Es wär so simpel. Das wäre einfach so simpel, wenn du nicht mehr glaubst, dann macht diese komische Hintertür, nicht aus der Kirche zu treten, keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Ja, nicht ganz. Ich kann mir vorstellen, was du damit ausdrücken willst. Mhm. Es ist eine simple Sache. Wenn du nicht mehr glauben würdest, einfach an Gott. Dann ist die Hintertür quasi nur da, um die Vergangenheit noch aufleben zu lassen. Das würde erst recht auch keinen Sinn machen, weil du brauchst diese Vergangenheit ja nicht mehr, weil du nicht mehr glaubst. Mhm. Naja, ich weiß schon, wenn man sagt, Atheismus ist wirklich nur und das Einzige ist Nicht-Glaube, ja. Ich spreche dir nicht ab, dass du so weit kommst. Ja oder Nein sieht und nicht als Zwischenstufe. Ja. Es gibt keine, in dem Punkt gibt es einfach keine Zwischen. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Das ist ja der Punkt, entweder man tut es oder man tut es nicht. Und solange du die Hintertür ja dir offen hältst, ja, aber ich denke, auch wenn der nicht ein riesengroßer Glaube ist, aber diese Tür ist halt einfach da. Du kannst dich quasi noch im Notfall noch da durchzwängen. Auch wenn du Jesus jetzt nicht mehr als den Superheiligen siehst, dass Moses nicht unbedingt ein Prophet war und die Israeliten aus Ägypten gebracht hat und so weiter. Aber da ist immer noch dieses kleine Hintertürchen, dass du da durch kannst, dass Gott da für dich da ist. Weil nur so macht es für mich halt diese Hintertür Sinn. Dann ist es dieses Ja, Nein, ja, wenn man es in der Dramatik formuliert. Ich sage ja nicht diese wortwörtliche Beanspruchung, dass du die Bibel noch immer im gleichen Moment komplett ernst nimmst. Das tust du nicht. Das sagst du ja selber, dass du die Geschichten als Märchen teilweise sehen kannst. Du bist zumindest kein echter Christ mehr. Das würdest du mir schon zugestehen, oder? Aufgrund der vielen Hinterfragungen. Ich meine, natürlich sagt die Kirche, auch jeder Kirchenkritiker ist Christ, weil er sich ja auch mit Gott beschäftigt. Da kann man kurz darüber reden, was beinhaltet für dich dieser Status, Christ zu sein. Wann ist man Christ? Was würdest du sagen? Ja, aber das Hauptding, was die Christen vertreten, ist dieses Liebe und Vergebung. Und das ist das, was diese Hauptfrage, wo wir auch gestern diese wunderschöne Gleichnis hatten mit den Bergarbeitern. Das ist so typisch christlich. Der 10 Stunden arbeitet, ausreichend bekommt, und der nur eine halbe Stunde arbeitet, das Gleiche bekommt wieder die 10 Stunden. Und da sagt eben dann die Kirche, sei nicht eifersüchtig. Der wurde halt belohnt, der wurde beschenkt. Gott hat dich aber genauso geschenkt. Und dann kannst du als Christ überlegen, wo wurdest du denn eigentlich noch viel, viel mehr beschenkt? Ja, du bist nicht umgekommen bei der Arbeit. Nach 10 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit größer, von Steinen erschlagen zu werden. Aber als Christ müsstest du dann denken, na hoppala, vor 7 Wochen, als ich nochmal im Zoo war, da war der Eintritt verbilligt. Also das ist dann dieses, so müsstest du als Christ denken, und da hat Gott mich damals belohnt. Und deswegen bin ich heute nicht eifersüchtig, wenn er den belohnt. Aber macht das Christen aus? Solche gleich. Ist das für dich so der Kern des Christentums? Also so kenne ich es zumindest vom. Ich sage ja nicht, dass jetzt der Papst, aber ich glaube, der Papst redet auch sehr stark in diese Richtung, oder? Aber ich meine, Lutheraner und Baptisten, die nennen sich ja auch Christen. Ich will jetzt einen Katholiken, rede ich mal jetzt. Von dem Christentum, das ich kenne, was ich in der Kirche die Predigten gehört habe, geht es eben nur darum, sei nicht so egoistisch, was ja wieder eigentlich eine gute Sache ist. An und für sich schon, ja. Die Frage bleibt aber trotzdem bestehen, was ist so.
Was vereint trotzdem alle mehr oder weniger christlichen Sekten, sei es jetzt die katholische Sekte, sei es die lutherianische Sekte, die baptistische Sekte, die evangelistische? Es muss ja irgendwo einen Kern geben, dass alle sich beanspruchen, Christ zu sein. Und wo es überall der gleiche Punkt ist. Die Details spielen ja im Endeffekt wirklich auch irgendwo durch gar keine Rolle, aber trotzdem bezeichnen sich alle als Christen. Na gut, Christen, ganz klar deswegen, weil sie alle Jesus als die höchste Instanz sehen. Also alle sagen, auch die Lutheraner, so, jetzt ist aber die Frage, wie sieht man das, was Jesus gesagt hat? Sieht man eben gleich wie in den Islamgeschichten. Man sagt, das war wörtlich gemeint, war es bildlich gemeint, war es überhaupt ganz anders gemeint. Da gibt es ja diese gewissen Auslegungen. Ist der Jesus dann ja wirklich für unsere Sünden gestorben? Oder ist er einfach gestorben, weil er zeigen wollte, also das ist das, was ich verstanden habe, die Lutheraner halten nicht viel von der Gedanken, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und das sagen auch ganz klar, man war jetzt, der ist auch für alle Tiere gestorben oder nicht, oder war jetzt der erste Märtyrer der Tierbewegungen, oder, also die halten von Deity null. Die sagen, der ist gestorben, weil er da blöd gepredigt hat und es hat sich einfach ergeben, dass er hingerichtet wurde. Also die vermenschlichen, glaube ich, sehr, oder? Ist gut möglich. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen die Sorge, dass dann irgendein Christ sagt, das ist ja alles ganz anders im Christentum. Aber darum sage ich immer dazu, das ist so, wie es mir beigebracht wurde. Und das ist, auch wieder mit diesen Gästen, das lege ich mir. Also das ist, wenn ich so überlege, eigentlich musst du dann sagen, wo hattest du noch überall Glück? Dass du da einmal wurdest du weniger belohnt, aber wie gesagt, vor 4 Jahren, an dem einen Freitag, hat Gott dich belohnt. Also, würdest du noch immer sagen, dass das Gleichnis Mist ist, oder? Unter dem. Ja, weil du suchst nach Begründen, wieso eigentlich du schlecht behandelt wurdest, also schlechter behandelt wurdest als ein anderer. Mit dem Argument, es ist alles ein Geschenk, alles. Das funktioniert. Und du wurdest früher ja gut behandelt auch. Und sei es, dass deine Eltern dich so geliebt haben als Kind. Das würde ja nur dann funktionieren, wenn alle Menschen erstens gleich lange leben und alle gleich reich wären. Nur dann funktioniert ja das, dieses mal ist der besser dran, mal der. Nur so kannst du es ja wirklich dann vergleichen, weil du siehst ja auf der Erde eben schon die Gewalttaten, dass Menschen nicht gleich lang leben und trotzdem die einen leben vielleicht lange und haben nur Glück die ganze Zeit und die anderen leben nur kurz und haben nicht wirklich Glück. Die nur Glück haben, das sagte Jesus, dass die dafür im Himmel halt. Ja, aber das ist eine schwache Ausrede. Das wollte ich auch sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Aber dann ist das kein Gleichnis mehr fürs Leben. Weil du musst dann ans Jenseits auf jeden Fall glauben. Ohne den Gedanken ans Jenseits ist das Gleichnis dann wieder nutzlos im Endeffekt. Ja, aber nochmal, der Sinn von dem Gleichnis ganz konkret ist, du hast ja ausreichend bekommen. Du hast jetzt keinen Mangel, du hast ausreichend bekommen und der andere hat in Relation das Zehnfache. Also, und weil du schon ausreichend hast, darfst du dich nicht beschweren. Das ist der Sinn des Gleichnisses. Und nur bei der neben dir jetzt das Zehnfache bekommt, dafür hast du früher das Achtfache. Aber du weißt ja nicht, wie oft er das Zehnfache bekommt. Aber das kann ja egal sein, wenn du ausreichend. Ich sage, du verstehst das nicht. Nee, das ist etwas Weltliches. Das Gleichnis funktioniert nur, wenn wirklich du ans Jenseits klappt, wo du dann wieder ausgeglichen wirst für deine Zurückhaltung und deine Skepsis etc. Das funktioniert ja nur dann. Also im Leben, in der Realität funktioniert einfach solche Gleichnisse nicht. Und wenn du es abkapselst, die Religion weglässt, ist das Gleichnis nutzlos, wertlos. Und trotz dieser neuen Dinge, also in die Vergangenheit denken müsstest, und schauen, wo du dort Glück hattest, ist es trotzdem nutzlos, oder? Es gibt aber Menschen, die hatten nie wirklich großartig Glück und müssen trotzdem immer dafür arbeiten, etc. Und dann kommt wieder die Ausrede, dann drehst du dich einfach die ganze Zeit im Kreis, suchst du die ganze Zeit ja Ausreden. Das ist, was für mich halt einfach nicht funktioniert. Weil dann sagst du, ja, der hat halt im Leben die ganze Zeit Pech, aber wird im Jenseits belohnt. Dann sage ich, ja, aber das Jenseits, dann ist das Gleichnis ja
nur fürs Jenseits gedacht. Und wenn du das Jenseits wegnimmst und du hast trotzdem Menschen, denen geht es immer wieder schlecht, dann hast du ein Problem, dass es denen einfach immer schlecht geht. Das ist mein Punkt. Ja, drum. Und so meine Frage war, was aus der Bibel oder was könnte ich mir vorstellen zu behalten? Und eigentlich war ich bis vor kurzem oder bis gestern noch der Meinung, die Gleichnisse haben halt schon was Tolles an sich. Ja, wenn es dir hilft, wenn es jemandem hilft, habe ich ja kein Problem damit. Ich habe immer gedacht, das sind einfach echte Wahrheiten. Oder echte, das sagt ja immer, das Christentum, Jesus ist dein Vorbild. Jesus, das sind so wie die Hadithe. Jesus hat es so gemacht. Also probier es zumindest auch so zu machen. Ja. Und das ist halt eben, wenn man dann drauf kommt, das ist eigentlich auch blöd, muss man es halt auch weglassen. Weil es vielleicht bessere auch Modelle gibt oder keine Ahnung. Also die Kirche, ich bin jetzt hier in dem aufgewachsen, die Kirche ist die, die sagt, was gut und böse ist. Und fertig. Und wenn jetzt die Kirche sagt, ja, das ist so, und du stellst dir die Frage, dann stellst du ja wirklich Gott in Frage. Und das macht, also wie kommst du dazu? Wie sehr überschätzt du dich? Oder? Das ist einfach eine Frechheit. Aber Gott hat dir ja dieses Hirn gegeben zum Hinterfragen. Also, wieso gibt er dir, wieso erschafft er dich? Das Hirn also gibt dir dann, dass du unterscheiden kannst, was in der Bibel wörtlich zu nehmen ist. Nur dafür ist das Hirn da. Aber nicht zum Hinterfragen. Aber dann, das würde ja dann bedeuten, dass Gott dich ein bisschen fehlerhaft geschaffen hat. Weil du funktionierst nicht so, dass du nur die Bibel quasi deuten kannst, was ist wörtlich, was nicht. Die Hinterfragung ist also quasi in der Fehlerquote, in der Produktion. Aber zum Beispiel, wenn es in der Bibel drinsteht, Jesus hat zur Lebzeit gesagt, hack dir deine Hände ab, bevor deine Frau angreifst. Dann hat dir Gott den Verstand gegeben, damit du logischerweise weißt, dass das nicht von Jesus war. Wie kommt man logisch auf, wenn er es ja trotzdem gesagt haben soll? Ja, genau, das meine ich. Dadurch wird dir das als Gläubigen klar, das kann er ja gar nicht gesagt haben. Also, das hat er, wenn überhaupt, dann irgendwie symbolisch, und da muss ich dann nachdenken. Aber dafür hast du den Verstand. Das ist ein bisschen die Begründung, denk mit. Gott hat dir nicht alles vorgekaut und du brauchst nur mehr runterschlucken. Gott will dann auch, dass du mitdenkst. Ja, aber du denkst dann unter Umständen mit und dann hinterfragst. Und wieso soll es dann aufhören zu denken? Wenn er verlangt, denk, aber nicht über mich. Nicht an mir Skepsis vollziehen. Ich sehe einfach nicht ein, wieso es da man Halt machen soll beim Hinterfragen von Gott. Ja, das ist ja genau der Glaube, die Prüfung des Glaubens. Da kannst du ja sagen, es ist die Prüfung Gottes, ob du eh noch an ihn glaubst, trotz Skepsis. Weil er dann wieder in sich geschlossen ist. Dann drehst du dich aber wieder im Kreis, im Endeffekt. Ja, aber dann kannst du schon, dann bist du ja gar kein guter Gläubiger, weil du hinterfragst dir Sachen und denkst, dann bist du ein schlechter Mensch. Aber dann muss ich wieder zurückgehen und sagen, wieso gibt dir Gott überhaupt einen Denkapparat? Ich meine, er könnte dir doch genauso gut auch vorschreiben, das ist wörtlich zu verstehen und einfach vor jedem Satz quasi ein W für wörtlich und wenn nichts da vor dem Satz steht, ist es symbolisch gemeint. Also wieso soll ein Denkapparat einfach einen gewissen Endpunkt haben, bis dahin denken und weiter nicht? Also das macht für mich einfach eher weniger Sinn. Das ist was ich anprangere insofern. Ja, durch einen von denen werden wir ja sicher Dutzende Beispiele in der Sendung analysieren. Und ich werde dann immer sagen, wie ich es oder wie mir beigebracht wurde, die Sachen zu verstehen. Und du wirst ja dann oft merken, dass ich dann wahrscheinlich sogar unbewusst sage, na, das ist doch logisch, dass es so gemeint war. Und wenn du dann sagst, warum? Naja, glaubst du, dass Jesus hat es? Also einfach dieses Gefühl, so wie Beistrich setzen oder der, die, das Artikel. Das ist einfach gefühlsmäßig. Da weiß ich nicht, warum das Glas ist und der Tisch, da tut sich ja nicht Österreicher schwer damit oder nicht Deutschsprechende. Weil es keinen Grund gibt. Aber das geht aus dem Gefühl heraus. Und vielleicht kann man dieses Gefühl wieder vergleichen, das weiß man, das ist von Jesus und das nicht. Ich weiß nicht, ob der Vergleich wieder wirklich funktioniert, das Glas, der Tisch.
Weil ich meine, das wurde einfach mal irgendwann definiert, dass das halt männlich oder weiblich ist. Das ist ja eine Definitionssache von Menschen. Ja, und Jesus sagt es halt gefühlsmäßig, das ist was Grausliches, das ist sicherlich von Jesus. So meine ich das, also so wird es mir denkmit beigebracht. Glaubst du wirklich, dass der Jesus das so gesagt hat? Glaubst du es wirklich, Eif? Ich nicht. Und du weißt ja, du glaubst gar nicht, dass er gelebt hat, aber jetzt kannst du sagen, naja, es steht halt da, na denk halt mit. Der Jesus hat da, was könnte er gemeint haben? Und da steht woanders, Jesus liebt alle Menschen, sagt, naja, na das hat er natürlich so gesagt. Und das, naja, denk mit. Das hat er so gesagt. Also da gibt es ja nichts Begründung, das ist einfach logisch. Sobald es schlecht ist, hat er es nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Sondern er muss vielleicht überlegen, was er gesagt hat. Er hat es nicht hingeschrieben. Aber er hat es so gemeint. Voll der denkt, aber Gott kaut ja nicht alles vor, sondern er muss selber mitdenken. Naja. Da wird man sich aber derselben, der eine oder andere. Da wird es Diskussionen wahrscheinlich geben und wie immer wird Ike recht haben. Das ist ja, nochmal, mittlerweile finde ich es ja auch gut, dass du recht hast. Deswegen habe ich ja diese ganzen. Nur mich interessiert immer, wie kann man es noch sehen, außer wie ich es gehört habe zu sehen. Das sage ich auch immer, neue Perspektiven schaden nicht zwingend, sondern eher bereichern dich, dass du. Und ich möchte jetzt sogar zu dem Punkt hinkommen, von alleine dieses Gleichnis anders zu sehen. Nicht zu sagen, jetzt muss ich einen Eik fragen, wie kann man es noch sehen als Atheist, sondern ja. Das halte ich übrigens, will ich das auch nochmal anmerken. Man muss mich nicht immer fragen, was ich als Atheist denke und glaube. Und so. Weil, wie gesagt, das ist ein Attribut und das würde mich nicht schützen, dieses eine Attribut vor anderen Dummheiten zu denken. Also, deswegen bin ich nicht auf einmal selber der Allmächtige, nur weil ich nicht an Gott glaube. Also, das will ich für zukünftige Hörer und Zuseher sagen. Wichtig ist für mich nur ein Punkt, und zwar wirklich selber denken und mal sich einzugestehen, dass das, was man glaubt, nicht zwingend richtig war bisher, sondern einfach sagt, ich habe das Falsche geglaubt und ich bin nicht vom Weg abgeirrt oder so, sondern ich habe keine Argumente für diesen Punkt und es kann falsch sein, dass ich das glaube. Aber weil du das jetzt wieder mal tausendmal zu leicht formulierst. Also wirklich, bei mir hat das Monate gedauert. Ja, aber du denkst, es sei leicht formuliert, aber was ich meine ist, selber denken und einfach sich einzugestehen, dass man falsch liegen kann. Nein, aber das wird ja genau durch diese Argumentation wieder ausgehebelt. Du denkst nur, dass du dir falsch denkst. Das ist ja genau, was ich vorhin nämlich gesagt habe. Das Moses hat da jetzt töten lassen, tausende Leute. Hoppala, jetzt willst du ja nur das Schlechte sehen. Was könnte er wirklich gemeint haben damit? Es geht ja nicht um richtig und falsch. Das Denken, ich beanspruche ja nicht eine Wahrheit und ein richtig und falsch, sondern ich sage, versuch selber zu denken. Das ist der einzige Punkt. Und ich sage, finde deinen eigenen Weg insoweit, aber nicht quasi mein Denken, weil ich skeptisch bin, ist richtig. Ich sage, warum sich die Christen meiner Meinung nach so schwer tun werden, weil die sind einfach gewohnt, das steht da und wir lesen es dann wörtlich vor und auch wirklich mit so vielen Details, dass man wirklich meinen könnte, weil so detailliert ausgeschmückt ist, soll es eine Situation beschreiben, die konkret passiert ist, mit der man dann vielleicht der Christ sagt, naja, aber das war ja ganz anders gemeint. Weil dann heißt es ja, ich denke mit. Wenn du sagst, wir denken mit, aber da steht es ja genau so, und dabei besteht das Mitdenken darin, nachzuplanen. Nicht, genau, oder nicht mitzudenken. Ja, das sage ich. Also das ist aber ganz schwer selber zu erkennen. Also mir ist es wirklich schwer gegangen. Denk mit, Jesus muss es gegeben haben, weil es in der Bibel steht. So. Das ist ungefähr so. Das ist aber kein Argument dahinter, oder? Also wie gesagt, ja, Problem ist halt jetzt, dass der Christ geht einmal prinzipiell davon aus, dass nur das Beste in der Bibel steht. Weil zumindest im Neuen, im Alten Testament lässt man sich das noch einreden. Darum heißt es auch Altes Testament. Und jetzt kommt einfach mal einer daher und sagt, naja, überlege mal, was da steht, dass er wirklich gesagt haben könnte. Dann hast du natürlich gleich
Der will dir ja nur einreden, der hasst die Bibel und will dir nur seinen Hass, in seinem Hass einreden, dass da was nicht Schönes steht. Schwer zu entkräften, oder? Dass jetzt der Eik die Bibel hasst und deswegen wörtlich liest, dass dann eine Situation ganz detailliert beschrieben wird und deswegen nicht davon ausgeht, dass jetzt Gottes Liebe da gezeigt wird, sondern... Also prinzipiell kann ich das sehr gut gegenargumentieren, weil ein Objekt hassen kann ich nicht wirklich. Ja, aber das ist halt das, was ich... Und dadurch, dass jetzt der Eik die Bibel hasst und ich mich mit dem Eik umgebe, fange ich natürlich auch an, die Bibel zu hassen, weil dein Hass auf mich über... Und dadurch kommt dieses Sektendenken dann irgendwie. Schlechte Gesellschaft. Ich sage nur, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die dann Zweifel haben, mit anderen Leuten reden, die keine Zweifel haben, und die dann wieder erklären, na, das sind irgendwelche Trotteln und die hassen die Bibel, kennen sich eh nicht aus damit, haben wir gar nicht verstanden, worum es geht. Und das macht es halt dann sehr, sehr, sehr schwer, wenn man nicht das Glück hat, den Eik. Ja, was er ja weiterhin bei jedem machen wird. Aber hast du vielleicht Angst vor der Bibelanalyse? Kann sein, dass da eine gewisse Furcht da ist? Dass gar nicht, im Gegenteil. Jetzt will ich erst recht wissen, was noch für ein Mist drinnen steht. Also, jetzt bin ich soweit, weil nochmal, früher hatte ich wirklich gedacht, naja, vielleicht mag er die Bibel halt nicht. Vielleicht betreibt er Rosinenpickerei, nimmt sich zwei, drei Sätzchen raus, wurstelt dich herum und sagt, das ist alles Mist. Also so habe ich früher gedacht, auch gerade bei dir, Eck. Und dann, wenn es einmal wirklich zulässt, zu sagen, naja, vielleicht war es wirklich so, wie es dort steht, warum schreiben sie es nicht hin anders, wenn sie es eh anders meinen? Könnte man ja dann gleich anders auch hinschreiben. Ja, es ist ähnlich wie beim Koran, es gibt Gleichnisse, es gibt Wörtliches, aber... Es wird nicht erklärt, was man wörtlich nehmen soll und was ein Gleiches. Ja, und warum wird nicht alles dann wörtlich geschrieben überhaupt? Also wäre noch leichter. Fällt dir dann das Argument flach, dass Gott dir deswegen den Verstand gegeben hat, zum selber denken? Also das wäre dann wieder dieses Vorgekaute. Gott kaut nicht vor für dich. Also deswegen passt das schon so. Und jetzt kommt eben der Bibelhasser Eik und erklärt dir, naja, das ist aber wörtlich. Auch wenn dein Verstand von Gott sagt, das ist natürlich nicht wörtlich, sagt dein Verstand von Gott, das ist schon wörtlich. So kann man zum Beispiel sagen. Ja. Dein Verstand ist dadurch getrübt, dass du die Bibel hasst. So sehen das einige Christen, das meinst du im Endeffekt. Ja, genau. Dein Verstand, du willst das nicht. Du willst sehen, dass es scheiße ist, die Bibel. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde jetzt die Bibel nicht scheiße, weil ich es scheiße finden will, sondern... Aber das unterstellt ja die Christen. Das unterstellt man mir. Die neutral sehen, wie toll sie ist und zeigt, dass sie so sehr hasst, nimmt man dann manche Sachen wörtlich, von denen der Verstand sagt, dass sie nicht wörtlich sind. Naja, also ich kann zwar damit nicht herumhantieren, weil wie gesagt, ein Buch hassen geht nicht wirklich. Das muss man, ich glaube, das sollte jeder vernünftige Mensch irgendwo durch begreifen, dass das ein Objekt ist, das nicht lebt, das man drucken kann. Man kann es speichern als PDF und dann einzelne Seiten daraus drucken. Also, wie soll man ein Buch hassen? Das funktioniert für mich nicht. Aber ich denke, wir haben vieles mit besprochen. Matthias jetzt kennengelernt, damit ihr wisst, was für ein Religiot mit mir in der Sendung dann die Bibel analysiert. Und ich hoffe, es entstehen interessante Diskussionen, weil ich bin sicher, es wird genug Situationen geben, wo wir überhaupt uns nicht einig sind. Und vielleicht lerne ich ganz neue Perspektive, kann auch sein. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar ein bisschen geringer, aber ich schließe das überhaupt nicht aus. Ja, Matthias, willst du noch letzte Worte loswerden oder denkst du, du hast jetzt für heute genug? Na, da wollte mich noch einmal bedanken, wie gesagt, weil du mir wirklich wahnsinnig viel geholfen hast. Und auch da wieder, das ist Selbstlosigkeit, wie du das gemacht hast. Da hast nichts davon gehabt, mir da auf YouTube zu antworten, du hast nichts davon gehabt, mit mir da bis in die Nacht zu chatten. Und darum tut es mir ja auch immer so weh, wenn die Leute sagen, ja, das ist nur ein schlechter Mensch, der Eik, und noch viel besser, ich bin Sektenführer. Seit neuestem bin ich einfach Sektenführer. Ich habe zwar kein eingetragenes Mitglied. Nein, aber das ist ja alles Teil des langfristigen, einfach hinterhältigst. Natürlich kann man auch damit alles rein erklären, wie gesagt,
Und wenn es in 4 Jahren die Sekte steht, dann reicht das auch aus. Aber es tut mir einfach weh, weil ich so überzeugt bin. Das kann man sagen, ist bei Sekten immer üblich, dass man da überzeugt ist, dass du einfach ein toller Mensch bist. Und auch nie pusht, glaubst du das jetzt, sondern sagst, du glaubst das halt nicht und du wirst jetzt nicht mir zu lieber sagen, dass es toll ist, sondern du sagst halt, und das finde ich einfach cool, ja. Weil die Christen sagen ja, der Eik ist ein Trottel, weil es ist toll. Und du sagst, du findest es nicht toll. Also wer ist jetzt eigentlich sachlicher unterwegs? Der sagt, sachlich, ich finde es nicht so toll. Oder der sagt, es ist nicht toll, ist ein Trottel und es ist toll. Naja, man muss schon relativieren. Ich sage, einem, der wirklich nur alles schönredet, den nenne ich auch Trottel, weil der versucht nicht mal zu differenzieren. Das ist dann für mich, kann ich nicht akzeptieren, dass er sagt einfach, es ist so, und ohne zu wirklich zu hinterfragen. Ich habe lieber Diskussionen, Argumente, Fakten. Ja, aber die tun das eh. Wenn es noch besser wäre, Beweise, dann ist das Ganze eigentlich eine unnötige Diskussion dahinter. Aber in der Regel sieht es halt immer so aus, dass etwas zu glauben, der Sinn dahinter besteht halt Glauben. Also ohne Wissen. Ja, was sonst wäre es kein Glaube, dann wäre es Wissen. Festzuhalten. Genau, und Vertrauen, das ist ja wieder das, du musst Gott vertrauen. Auch wenn es jetzt nicht so wirkt, vertrau Gott. Und wenn es jetzt eigentlich hast du ein Riesenpech, vertrau ihm, das passt schon so. Und das er ist weiß, halt was das Beste ist. Er weiß, was das Beste ist. Und er denkt auch langfristig. Und wenn es jetzt die ganze Woche mies ausschaut, der denkt aber einen Monat voraus. Und wenn es das ganze Monat schlecht ist, er denkt Jahre voraus. Also du hast immer das Gefühl, das passt schon so. Und wenn man sich aber von dem löst und sagt, eigentlich ist es Mist und ich will, dann kann ich was ändern. Wenn ich aber sage, das passt schon so, dann habe ich auch nicht mehr so die Kraft, was zu ändern an meiner Situation. Auch da gibt es wieder schöne Bibelgleichnisse, aber da werden wir alles dann machen in der Sendung, bin ich mir sicher. Ja, und wer effektiv an der Sendung mitarbeiten will, also das wird keine Live-Sendung sein, sondern das wird eine strukturierte Sendung sein, sprich, wir werden das schneiden und aufarbeiten, grafisch etc. Wirklich eine Analyse, wöchentlich vielleicht. Müssen wir schauen, wie das zeitlich bei uns passt. Geht. Wenn natürlich der Matthias mit seiner Frau Mühe hat, dann muss er das heimlich machen, im stillen Kämmerchen. Wer weiß. Jedenfalls, ich freue mich schon ein bisschen darauf, mal die Bibel wirklich tiefgehend zu analysieren. Das wird eine lange Serie, definitiv, weil die Bibel ist nun mal nicht einfach ein kleines Heftchen, ein Yps-Heftchen mit die Hälfte Bilder darin, sondern es ist halt ein dicker Schinken. Ja, dann danke ich dafür, dass du jetzt dir das Interview gegeben hast und man hat ihn jetzt kennengelernt, mich okay. auf meinem Kanal, ich denke, meine Mentalität kennt man auf meinem Kanal mittlerweile. Die immer wieder zugucken und hoffentlich wird das Anklang finden und Diskussionen anregen und ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Danke. Danke.